Ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich zu unserer etwas anderen öffentlichen Anhörung begrüßen. Uns haben aber die Corona-Situation und die Zeit nicht davon abgehalten, dennoch eine öffentliche Anhörung in einer etwas anderen Form durchzuführen. Sie werden sicherlich alle schon geplant haben und jetzt spätestens sehen können, dass wir zum Teil in Präsenz und zum Teil mit unserem Format WebEx tagen. Wir haben zwei der Sachverständigen, die ich auch gleich noch namentlich begrüßen werde, hier im Ausschusssaal. Der Rest der Sachverständigen ist über WebEx zugeschaltet. Die sind auch alle da. Das ist die Hauptsache, denn mit ihnen wollen wir heute ins Gespräch kommen. Ich würde trotzdem noch die Zeit nutzen, ein paar organisatorische Dinge vorweg Ihnen mitzuteilen, denn wir sind ja eben auch in einer öffentlichen Anhörung und die Gegebenheiten sind etwas anders. Wir versuchen natürlich, hier entsprechende Abstände einzuhalten. Deswegen sitzen auch nur einige Kolleginnen und Kollegen hier im Raum. Einmal zum Hinweis an all diejenigen, die über WebEx zugeschaltet sind. Es wäre wunderbar, wenn Sie nicht sprechen, dass Sie Ihre Mikrofone stumm schalten. Ihre Kamera gerne an, wenn Sie möchten, aber das ist natürlich kein Muss. Und wenn Sie dann das Wort erteilt bekommen, Ihr Mikrofon einzuschalten. Ansonsten haben wir hier eine Rückkopplung. Die Kolleginnen und Kollegen hier im Ausschuss wissen, wie es läuft. Ganz normal die Mikrofone benutzen, wie wir das sonst aus Präsenzsitzungen auch kennen. Und wer zusätzlich über ein Tablet in der Sitzung über WebEx noch das mitverfolgen will, schaltet bitte seinen Ton, soweit es geht, aus, damit man auch da keine Rückkopplung hat. So, dann habe ich schon gesehen, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich auch entsprechend kenntlich gemacht in der WebEx-Konferenz. Das ist super, dass das auch so weiter gehandhabt wird. Dann können wir nachher besser auch auf die Anwesenheit eingehen. Und entsprechend, wenn Sie sprechen, sich zu Wort melden wollen und ich das nicht ohnehin gesehen habe, sagen Sie gerne am Anfang noch mal Ihren Namen. Wenn ich Sie aufrufe, ist das natürlich, entsprechend hat sich das erübrigt. Wenn es dann doch aber, das wollen wir nicht hoffen, zu irgendwelchen technischen Schwierigkeiten kommen sollte, dann sind wir entsprechend vorbereitet und werden mit einer Telefonkonferenz diejenigen zuschalten, die nicht präsent sein können. Aber wir hoffen mal das Beste, dass alles so wie sonst auch funktioniert. Dann komme ich jetzt zu den Hauptakteuren dieser Anhörung, nämlich unseren Sachverständigen. Und ich begrüße alle in alphabetischer Reihenfolge in diesem Fall. Einmal ein herzlicher Gruß nach Pakistan. Wir haben heute nämlich eine Sachverständige, die Englisch spricht. Verdolmetschung wird es in der Form nicht geben. Das sind aber auch alle Ausschussmitglieder vorher schon darüber informiert worden. Nigat Dutt, our expert, is sitting in Pakistan. Greetings to Lahore or wherever you are in Pakistan. Thank you, Nigat, for being with us. You are the executive director of Digital Rights Foundation in Pakistan. I will be continuing in German now, but if there's any chance, any challenge with the English-German translation, I think we can figure that out. Dann begrüße ich ganz herzlich Dr. Matthias Kettemann vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut, dann Frau Dr. Konstanze Kurz hier vom Chaos Computer Club bei uns im Ausschussraum, Sarah Rahmann, stellvertretende Direktorin bei The Engine Room, Lena Rohrbach, Referentin für Digitalisierung, Wirtschaft und Rüstungsexportkontrolle bei Amnesty International, Dr. Christine Schie-Kupfer vom Mercator Institute for China Studies und hier auch im Ausschussraum präsent Joachim Nikolaus Steinhöfel, Rechtsanwalt. Außerdem begrüße ich ganz herzlich bei uns, wie immer zu der öffentlichen Anhörung, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe, Frau Dr. Bärbel Kofler. Sie werden irgendwann den Raum verlassen, weil andere Termine natürlich nicht Halt machen, aber schön, dass Sie trotzdem für eine Weile bei uns sind. Dann begrüße ich natürlich Sie alle hier im Ausschuss in der WebEx-Konferenz. Wir haben aus anderen Ausschüssen keine Zugänge bekommen. Selbst wenn das so wäre, müssen wir einmal zumindest darüber befinden, dass Sie natürlich Rederecht und auch Fragerecht bekommen könnten. An dieser Stelle sehe ich aber auch keinen Widerspruch. Von daher schauen wir, ob noch jemand zu uns findet. Wundern Sie sich nicht, wenn vielleicht dann diejenigen sich auch über WebEx einschalten, weil die Einladung natürlich an alle Ausschüsse gegangen ist. Und jetzt aber zum Thema. Ich glaube, es hätte das Thema gar nicht besser treffen können in einer solchen Zeit, in der wahrscheinlich alle hier im Raum und auch über WebEx schon mit diversen digitalen Lösungen in Corona-Zeiten
vertraut gemacht wurden in den letzten Monaten. Digitalisierung ist ja vor allen Dingen in dieser Zeit ein sehr viel diskutiertes Thema. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, welche Implikationen Digitalisierung, digitale Teilhabe auf den menschenrechtlichen Aspekt wirkt, wie das wirkt, und haben dafür spannende Sachverständige eingeladen. Ich glaube, dass es vor allen Dingen vor dem Hintergrund im internationalen Gefüge interessant ist zu hören, wie auch autoritäre Regime mit Überwachungssoftware, mit Gesichtserkennung, mit entsprechenden Instrumenten, die digital sowohl positiv, aber auch negativ genutzt werden können, umgehen und was das vor allen Dingen in der Corona-Zeit mit Gesellschaften macht. Jetzt würde ich diesen thematischen Einblicken auch gar nicht weiter ausdehnen wollen, weil das wollen wir gleich mit Ihnen besprechen. Ein Hinweis muss ich Ihnen trotzdem noch geben zum Ablauf und zum öffentlichen Charakter dieser Sitzung. Diese Anhörung ist öffentlich. Sie wird allerdings nicht, wie das vorgesehen war, live übertragen, da parallel die deutsch-französische Parlamentarierkonferenz tagt und unseren Slot blockiert. Aber ab morgen in der Mediathek ist diese Anhörung abrufbar und entsprechend wird das auch gesendet im Parlamentsfernsehen. Da können Sie dann reinschalten und auch im Nachhinein können die Besucherinnen und Besucher, Interessierte, die Anhörung noch mal in der Mediathek abrufen. Wie üblich bei Anhörungen möchte ich Sie um Ihr Einverständnis dann noch bitten, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse hier Rederecht bekommen. Ich sehe gerade, das haben wir gerade schon abgearbeitet. Perfekt. Es wird außerdem ein Wortprotokoll geben, das dann später auch ebenfalls auf der Internetseite abrufbar und veröffentlicht ist. Und außerdem möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen den Ausschussmitgliedern und den eingeladenen Ausschüssen vorher bereits zugegangen sind. Sofern die Sachverständigen da zugestimmt haben, werden die Stellungnahmen nach der Anhörung auch auf die Ausschussseite im Internet gestellt. Und vor dem Ausschusssaal sind die entsprechenden Statements auch noch mal verfügbar. Zum Ablauf der Anhörung als solcher. Wir haben uns darauf am 10. Oktober 2018 hier im Ausschuss verständigt, dass wir die Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge zunächst mit einem Eingangsstatement hören werden. Dieses Eingangsstatement hat den zeitlichen Umfang von 5 Minuten nicht zu übersteigen. Ich würde Sie auch entsprechend sonst darauf hinweisen, da wir zeitlich sehr begrenzt sind und um 17 Uhr pünktlich schließen müssen, ist das vielleicht ein Gebot an alle, dass wir hier gemeinsam gut tagen können. An die Statements wird sich dann eine erste Fraktionsrunde anschließen. Da haben wir uns auch auf ein Verfahren geeinigt. In einer Rede-Gegenrede von Regierungsfraktionen und Opposition hat man jeweils die Möglichkeit, bis zu 2 Minuten unbegrenzt viele Fragen an bis zu 2 Sachverständige zu stellen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die Union wird beginnen, können sich überlegen, ob nur ein Kollege die Frage stellt oder man sich das noch aufteilt. Aber bitte auch da 2 Minuten nicht übersteigen insgesamt. Das wäre wunderbar, sonst werde ich Sie auch mit Nachdruck darauf hinweisen, dass Ihre 2 Minuten abgelaufen sind. Dann direkt danach wird dann entsprechend der Sachverständige, die Sachverständige zur Antwort gebeten. Und diese Antwort darf 4 Minuten nicht übersteigen. Aber auch das würde ich dann noch mal vorher kurz kenntlich machen, dass Sie nicht durcheinander kommen. Ein Hinweis noch an die Zuhörer. Wenn Sie Auftaktbilder auch machen hier im Raum oder Screenshots, gut, das können wir nicht beurteilen, aber Auftaktbilder gerne zu Beginn, dann ist nachher am Ende ein bisschen mehr Ruhe im Ausschuss geschehen. Ansonsten freue ich mich auf die Anhörung und würde jetzt in der Reihenfolge, ich muss jetzt einmal schauen, wer beginnen würde. Das habe ich hier gerade nicht stehen. Würde Nigat dann anfangen? Okay, Nigat, I hope you can hear us. You would be the first expert and you have, I hope that, I forgot to tell you that in English. You have 5 minutes now for your introductory statement, and I will call upon you when your time is over. I hope you can hear us. The floor is yours. Thank you so much. Loud and clear. Amazing.
So I'll start with my statement that I have already submitted in writing. In the context of South Asia, digital spaces and civic freedoms are under attack through regressive legislation and regulation, as well as the deployment of surveillance technology that aims to tighten the control the governments have on the population. This has been exacerbated by the COVID-19 pandemic, where we have tolerance for the use of technology to track citizens. In the absence of any sunset clauses or regulatory framework to monitor the use of this technology, the long-term effects of ceding this space are very concerning. Furthermore, online spaces and technologies are not experienced uniformly by everyone, based on your gender, sexual orientation, or class. Your access to the internet will be different. Women are less likely to own a device or have a social media account. According to the GSMA Mobile Gender Gap Report 2019, Pakistan had the widest mobile ownership gender gap, as women were 37% less likely than men to own a mobile phone. The barriers are both economical and societal. 31% of women who do not own a mobile phone in Pakistan report that disapproval from their family is the top barrier to owning a mobile phone. It means that even if women were to get access to a mobile phone without a larger shift in patriarchal attitudes, these devices can become sources of surveillance or even result in violence if any perceived indiscretion is observed in online spaces. However, despite these challenges, women have used online spaces to establish networks and build feminist movements, using these spaces, as imperfect as they are, to start conversations on gender, speak about their experiences, and hold powerful abusers accountable by employing networks of online solidarity to reverse traditional balances of power. However, as these spaces become increasingly used by activists and human rights defenders, surveillance and erosion of privacy rights become issues of physical safety for many human rights defenders. As digital technologies are used for mobilization efforts and important conversations of social justice, they also expose human rights defenders to new threats, which often led to state and non-state harassment and violence. If left unaddressed, digital spaces can experience systemic self-censoring and shrink considerably. Regressive legislation in the global south is always decried for violating international human rights norms. However, as we look towards European countries to set the standard, and oftentimes they fall short. Examples of laws such as the online harms white paper circulated by UK government and Germany's Network Enforcement Act have created frameworks to hold powerful tech giants accountable. However, have also allowed for excessive government and regulatory power that has the potential for misuse against the freedom of expression, particularly to target journalists and human rights defenders. These are very laws being adopted by authoritarian governments under the garb of international best practices. We expect the lawmakers sitting in powerful parliaments to do better and be more thoughtful in the intervention that they propose, as they have international repercussions. We all know that online spaces can provide room for resistance and help groups mobilize. And we are seeing this around the world at the moment. So they can speak truth to power. That is true more than ever now. In my opinion, these groups, a consortium of movements and local organizations, are best placed to resist moves by the state to curb civic freedoms. Strengthening their ability to organize and amplifying their voices is crucial to ensuring that human rights are defended in the digital space. Import and export of surveillance technology needs to be heavily regulated, as countries which are quick to call out authoritarian regimes for human rights abuses are often complicit in providing technologies to these very regimes, which are weaponized against human rights defenders, activists, journalists, and opposition politicians. Thank you so much. Thank you very much, Nigat. We will go over to the other experts now. I will call upon you when I have the first question.
Der nächste Sachverständige ist Dr. Matthias Kettemann vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Auch Sie haben 5 Minuten für Ihr Eingangsstatement.2020 ist ein ganz wichtiges Jahr für Deutschland, insbesondere für Deutschlands Menschenrechtspolitik im Internet. 2020 kann Deutschland sich in verschiedenen Foren, im Sicherheitsrat, im Menschenrechtsrat, im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft für den Schutz von Menschenrechten im Netz einsetzen und für die verstärkte Teilhabe aller. Deutschland ist auch ein Co-Champion für 2 Empfehlungen eines UNO-Berichtes zur Reform der digitalen Kooperation. Das Thema mag zwar im politischen Prozess nicht sehr präsent sein, aber hier hat Deutschland die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen in Empfehlungen an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, die neue Internetregulierung auf dem Fundament der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der Achtung der Menschenrechte, insbesondere der politischen Teilhaberechte, auszugestalten. In den Fragen sind ganz zentrale Punkte angesprochen worden, auf die ich in aller Kürze eingehen möchte. Ich freue mich dann, das noch vertiefen zu können. Alle Menschenrechte gelten offline wie online. Die Voraussetzung, Menschenrechte im Internet auszuüben, ist aber der Zugang zum Internet. Das sehen wir doch jetzt in aller Schärfe. Staaten müssen daher mehr tun, um menschenrechtskonformen Zugang für alle zum Internet zu ermöglichen. Da sind auch ganz konkrete Infrastrukturmaßnahmen noch zu tätigen. Wir brauchen auch mehr Wissen darüber, was schiefläuft. Wir müssen bessere Daten erheben können. Es gibt erste Studien zur Lage des Internets in Deutschland. Wir führen auch eine durch. Aber hier muss der Zugang von Forscherinnen und Forschern und auch von Politikerinnen und Politikern zu disaggregierten Daten über die Internetnutzung und die bestehenden Diskriminierungen, gerade intersektionale Diskriminierungen in der Internetnutzung in Deutschland, zur Verfügung stehen. Der Staat hat genauso wie alle Akteure der Gesellschaft zusammenzuwirken an einer menschenrechtskonformen Gestaltung des Netzes. Dazu gehören natürlich auch entsprechende Gesetze zu beschließen. Das Privatleben muss im Internet stark geschützt werden. Verschlüsselungen und Anonymität spielen eine wichtige Rolle. Ein Darknet-Gesetz ginge da in die falsche Richtung. Es gibt einige positive Beispiele, wie das Internet auch genutzt werden kann, um Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger zu unterstützen. Man denke jetzt an die Hashtag-Bewegungen, an die Online-Aktivismus zum Black Lives Matter. Aber das reicht noch nicht aus, um hegemoniale Hierarchien, die auch im Internet die Kommunikationsprozesse beeinflussen, zu destabilisieren. Hier müssen wir verstärkt auf allen Ebenen der Gesellschaft, von der Bildung bis zur Politik, darauf hinwirken, dass das Internet nicht zu einem Ausgrenzungssystem wird und dass gerade verletzliche Gruppen nicht aus dem Internet genauso hinausgedrängt werden, wie sie dies aus dem öffentlichen Diskurs in der Offline-Welt sind. Hassrede kann daher durchaus ein Vorwurf sein, der als rechtlich relevantes Instrument eingesetzt werden kann. Das Strafrecht bietet hier schon einige wichtige Anknüpfungspunkte. Wir sehen aber, dass das Problem vor allem liegt in der Verfolgung, in der effektiven Strafverfolgung. Da brauchen wir mehr Unterstützung für die Polizei, wir brauchen mehr Mittel, wir brauchen verstärkte die Projekte, die schon jetzt erfolgreich durchgeführt sind, wie etwa in Nordrhein-Westfalen das Verfolgen statt Löschen, die brauchen mehr Unterstützung. Auch die Ausbildung der Polizei im Bereich digitaler Forensik ist hier noch auszubauen. Zur Exportkontrolle nur kurz. Hier ist Deutschland gerade vor dem Hinblick seiner Rolle im Sicherheitsrat, im Menschenrechtsrat, als EU-Ratspräsident gefordert, zu überdenken, ob nicht lange Genehmigungsdauern Unternehmen eher dazu verleiten, Umgehungsgeschäfte anzudenken. Hier muss besonderes Augenmerk auf Transparenz gelegt werden und die Bedeutung der Nutzung, der Teilung von Daten für die Formulierung optimaler Politik soll auch hier besonders darauf Augenmerk gelegt werden. Ich freue mich auf Ihre weiteren Fragen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kettemann. Dann hätten wir als nächstes hier aus dem Ausschussraum Frau Dr. Konstanze Kurz.
5 Minuten haben auch Sie. Ja, vielen Dank. Ich orientiere mich auch an dem strukturierten Fragenkatalog, den wir ja vorab erhalten haben, und werde auch versuchen, nicht zu wiederholen, was wir eben jetzt schon gehört haben, und verweise dann auf die schriftliche Stellungnahme. Mir sind 3 Aspekte aus diesen strukturierten Fragen wichtig, die ich hier ansprechen möchte. Zum einen die Frage der Verschlüsselung und Anonymisierung und die Fragen zum Darknet. Bei uns ist der Begriff sehr negativ belegt. Aber faktisch bedeutet die Möglichkeit, die auch vor allen Dingen aus den Staaten des Westens zur Verfügung gestellt wird, nämlich Infrastruktur, und um anonymisiert zu kommunizieren, für viele Länder, gerade außerhalb Europas, die einzige Möglichkeit, zum Beispiel Informationen ins Netz zu stellen, ohne dafür mit Repression verfolgt zu werden. Also wo wir hier heute die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, ist das für andere einfach die einzige Variante. Das heißt, wenn wir hier anfangen, Verschlüsselung zu schwächen oder aber gar zu verbieten, wenn wir Hintertüren einbauen hier im Westen, dann ist es für die von Repressionen bedrohten Menschen anderswo für Leib und Leben ein Problem. Sie wissen, Darknet ist bei uns sehr negativ belegt als Ort von Kriminalität letztlich, aber eigentlich bezeichnet es nur eine Möglichkeit, verschlüsselten und anonymisierten Technologien Informationen ins Netz zu stellen, Informationen dort zu finden. Und der größte Anbieter im Darknet, was viele nicht wissen, mit Abstand größte, ist Facebook, gefolgt von der BBC. Also längst haben auch die westlichen Social-Media-Unternehmen und auch Medienunternehmen angefangen, für nicht demokratische Länder, aber auch für alle anderen, die das möchten, im Darknet ihre im sogenannten Darknet, ihre Informationen zur Verfügung zu stellen. Warum ist es für uns so bedeutsam? Weil wir eben die Infrastruktur dafür bieten, also auch die Software dafür herstellen. Die Organisationen, vor allen Dingen Projekt Tor, ist natürlich auch von westlichen Geldern finanziert und enorm wichtig in diesem Zusammenhang. Vielleicht als zweites, wir haben noch ein paar andere Beispiele in der schriftlichen Stellungnahme, aber vielleicht als zweites wichtiges Element ist die Software SecureDrop, nämlich die Möglichkeit, Informationen von Belang an zum Beispiel Medienunternehmen weiterzugeben. Das haben enorm viele internationale Medienhäuser mittlerweile in Benutzung. Auch hier, wann immer im Westen für die Zwecke der zum Beispiel Strafverfolgung oder für die Geheimdienste Hintertüren eingebaut werden in solche Software, würde sich das unmittelbar auswirken für Menschen in Diktaturen. Um den Bereich abzuschließen, die Verschlüsselung ist immer die Basis für alle diese Techniken. Also wie wir damit umgehen, spielt insofern immer auch eine Rolle für die internationale Menschenrechtslage. Das heißt, vor allen Dingen die Freiheit von Hintertüren ist von besonderer Bedeutung. Wir haben außerdem angesichts der Fragen zu den größten Bedrohungen der Digitalisierung für die Menschenrechte versucht, eine Liste zu machen, war gar nicht so einfach qualitativ. Was sind eigentlich in einer digitalisierten Welt die größten Bedrohungen weltweit für die Menschenrechte? Und sicherlich an erster Stelle kommt jede Form von anlassloser Massenüberwachung, die einfach heute mit digitalen Mitteln möglich ist. Verfolgt wird dieser Ansatz im Wesentlichen bei Telekommunikations-Metadaten, aber auch Telekommunikationsinhaltsdaten. Dafür haben wir gerade, das wissen Sie sicherlich, im Mai das aktuelle BND-Urteil vom Verfassungsgericht bekommen, aber wir haben auch Verfahren, da bin ich auch einer der Beschwerdeführer vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Bezug auf anlasslose Massenüberwachung. Da werden wir sicherlich noch Urteile bekommen, aber wo wir hier vor Höchstgerichten darüber streiten, ist es anderswo eine Frage von Leben und Tod oder Folterkeller oder ob die Familie noch frei leben kann. Und selbstverständlich muss Europa oder sollte Europa hier ein Vorbild sein. Und dazu zählen aber auch nicht nur die Telekommunikationsdaten, sondern natürlich auch heute neuere Technologien, die automatisiert massenhaft eingesetzt werden sollen und wo übrigens auch Deutschland sich nicht mehr die Hände in Unschuld waschen kann, sondern auch hier die Innenminister bereits angekündigt haben, zuletzt war der Thomas de Maizière, die flächendeckend einsetzen zu wollen. Das ist zum Beispiel die Biometrie, also die automatisierte Gesichtserkennung. Die hat zwar immer noch technische Probleme, darüber hat der CCC eine Menge geschrieben, aber sie ist trotzdem im letzten Jahrzehnt enorm viel besser geworden. Aber wir haben noch eine weitere Liste gemacht, die wir in der schriftlichen Stellungnahme nicht so stark ausführen. Dazu würde, weil ja auch die politische Teilhabe im Fokus dieser Anhörung steht, auch jegliche Technologie gehören, die E-Voting oder computerisiertere Wahlen betrifft, weil natürlich eine Manipulationsgefahr hier sehr hoch ist. Das würde aber auch die ganze Problematik des sogenannten Cyberwar betreffen, also dass Entitäten, die sich überhaupt keinen rechtlichen Rahmenbedingungen anschließen und
eklatant gegen das Völkerrecht Verbrechen und in der Regel zu Militärs und Geheimdiensten gehören, sozusagen hinter unserem Rücken auf unserer zivilen Infrastruktur ihre Kriege durchführen. Okay. Als Letztes noch, ich will das nicht weiter ausführen, weil wir es eben schon hatten, haben wir sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie wir uns wünschen würden, wie der Export von Überwachungssoftware künftig aus Europa geregelt werden sollte. Ich verweise da auf die schriftliche Stellungnahme. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Kurz. Dann haben wir als Nächste in der Reihenfolge Sarah Rahmann, stellvertretende Direktorin bei The Engine Room. Auch 5 Minuten für Sie. Maschinen benutzt werden, um Bürgerinnen zu überwachen, um Menschenrechte zu beschränken und insgesamt um Kontrolle über Menschen auszuüben. Es gibt viele Strategien, die diese Regime benutzen, um ihre Bürgerinnen durch Technologie zu kontrollieren, zum Beispiel Social Credit Scoring in China oder Internetsperren, die im Jahr 2019 in mehr als 33 Ländern vorgekommen sind. Aber diese Strategien sind nicht nur ein Werkzeug von autoritären Regimen, sie werden auch von sogenannten Demokratien benutzt und auch oft auf gefährdeten Bevölkerungsgruppen in eigenen Land angewendet. Zum Beispiel hat Bangladesch seit Monaten in Rohingya-Flüchtlingslager das Internet abgeschaltet und den Verkauf von SIM-Karten und Handys verboten, angeblich aus Sicherheitsgründen. Jetzt während der Corona-Pandemie ist der Zugang zu aktuellen Informationen eine Frage von Leben und Tod. Ein besonders beunruhigende Form der Überwachungstechnologie ist die Technologie zur Gesichtserkennung. Es fehlt in den meisten Ländern an Gesetzen, die die Gefahren von Gesichtserkennungstechnologie behandeln. Erst letzte Woche hat die Firma IBM bekannt gegeben, dass sie die Gesichtserkennungstechnologie nicht mehr verkaufen, entwickeln oder erforschen will. Einen Tag später haben Amazon und Microsoft ein einjähriges Moratorium für die Benutzung ihrer Gesichtserkennungstechnologie durch die Polizei angekündigt. Obwohl es gut zu sehen ist, dass Firmen ihre Verantwortung in Bezug auf die sozialen Auswirkungen von neuen Technologien ernst nehmen, sollen wir nicht warten, bis private Unternehmen ein soziales Gewissen entwickeln, bevor wir Regeln für gefährliche neue Technologie schaffen. Wir müssen an Macht denken, wenn wir von Transparenz und Datenschutz reden. Sowohl Transparenz als auch Datenschutz sind wesentliche Werte, die in unserer digitalen und analogen Welt gestärkt werden müssen. Um den Missbrauch von Macht in einer Demokratie zu verhindern, muss klar sein, wer Macht hat, muss transparent sein. Und je mächtiger, desto transparenter. Als Gegenstück brauchen Menschen mit weniger Macht, normale Bürgerinnen zum Beispiel, starke Datenschutzrechte, um ihre Selbstbestimmtheit zu schützen und im Recht die Meinungsfreiheit effektiv zu nutzen. Wenn Personen, die viel Macht haben, aber wenig Transparenz bieten, diese Macht missbrauchen, dann brauchen wir Whistleblower, um wichtige Informationen ans Licht zu bringen. Frau Dr. Kurz ist auf die Wichtigkeit von anonymisierter Kommunikation schon eingegangen. Die digitale Welt bietet auch neue Möglichkeiten für digitale Teilhabe. Ein Beispiel sind Online-Plattformen für Informationsfreiheit, die es ermöglichen, Anfragen nach den Informationsfreiheitsgesetzen mit einfachen Mitteln zu stellen. Diese Plattformen haben das Recht auf Zugang zu Informationen in das digitale Zeitalter gebracht. Ein anderes Beispiel für die neue digitale Teilhabe ist der Afrozensus, eine freiwillige Initiative, die Daten über die Lebens- und Wirtschaftsbedingungen der schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Bevölkerung in Deutschland sammelt. Die digitale Welt ermöglicht es, dass Initiative selbst Daten zu ihrer Geschichte erheben. Ein Ziel davon ist, dass mit Hilfe dieser Daten der strukturelle Rassismus in Deutschland nicht nur sichtbar machen, aber auch besser verstehen und eventuell an das Problem anzugehen. Wir sehen die Wichtigkeit solcher Daten auch in Bezug auf Gendergerechtigkeit, zum Beispiel mit Initiativen wie 50%, die dokumentiert, wie sehr Frauen als Rednerinnen bei Konferenzen und bei Talkshows unterrepräsentiert sind. Frauen sind besonders von technikbasierter Gewalt bedroht, von Doxing, bei dem persönliche Daten gegen den Willen der Betroffenen online gestellt werden, über Stalking bis hin zu Beleidigungen und Drohungen, die oft über soziale Medien verbreitet werden. Die Grenze zwischen Offline und Online wird immer unschärfer und deshalb müssen die Gesetze zum Schutz unserer Menschenrechte angepasst werden, um diesen neuen Realitäten zu begegnen. Das digitale Zeitalter bietet Möglichkeiten für mehr Transparenz der Regierung und der Folge für eine stärkere Beteiligung, bringt aber auch Herausforderungen in Bezug auf den Zugang und den Missbrauch
eben diese Technologien mit sich. Um Menschenrechte in digitale Zeitalter zu schützen, zu verteidigen und durchzusetzen, müssen bei der Umsetzung von Maßnahmen die Menschenrechte in den Mittelpunkt gestellt und bei bestehenden sozialen Strukturen berücksichtigt werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Rahmann. Als Nächste hätten wir die Expertin Lena Rohrbach, Referentin für Digitalisierung, Wirtschaft und Rüstungsexportkontrolle bei Amnesty International. 5 Minuten gehen auch an Sie. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Amnesty beobachtet die Entwicklung von einer Art Werkzeugkasten von Methoden und Technologien, die von Regierungen weltweit für Angriffe auf die Zivilgesellschaft eingesetzt werden. Das heißt, die sogenannten Shrinking Spaces, die gibt es auch im digitalen Raum. Dazu gehören Internet-Shutdowns, die Zensur von Webseiten oder Social-Media-Plattformen, sogenannte Cybercrime-Laws, die legitime freie Meinungsäußerung online kriminalisieren, Massenüberwachung und das Kriminalisieren von Anonymisierungs- und Verschlüsselungswerkzeugen wie VPN oder Tor, wo sich Deutschland mit dem Darknet-Paragraphen hoffentlich nicht einreihen wird. Auf 2 weitere Werkzeuge möchte ich kurz näher eingehen. Erstens Spionagesoftware und zweitens Gesichtserkennungstechnologie. Zuerstens. Immer häufiger werden Menschenrechtsverteidiger weltweit gezielt wegen ihres Engagements überwacht, indem ihre Smartphones oder Computer mit Spionagesoftware infiziert werden. Die Angreifenden können dann Dateien von der Festplatte lesen oder verändern, Standortdaten abfragen, die Kamera heimlich anschalten, um private Räume zu filmen und auch verschlüsselte Kommunikation mitlesen. Das setzt MenschenrechtsverteidigerInnen und auch ihre Familien und Kontakte einem großen Risiko aus. Die verwendete Technologie kommt auch aus Europa, zum Beispiel von der Münchner Firma Finfisher oder dem italienischen Hacking-Team. Europäische Firmen rüsten also Regierungen mit miserabler Menschenrechtsbilanz auf, um MenschenrechtsverteidigerInnen zu überwachen. Es gibt aktuell eine Chance, diesen Missstand zu beseitigen. Die EU-Dual-Use-Verordnung, die den Export von Überwachungstechnik reguliert, wird derzeit reformiert. Aber leider sind die Kompromissvorschläge, die im Moment gerade auf dem Tisch liegen, ungeeignet, die Probleme zu beheben. Die Trilogverhandlungen und ihr voraussichtlicher Abschluss fallen aber in die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Und wir möchten, dass die Bundesregierung diese Gelegenheit auch nutzt, sich für effektive Exportkontrollen stark zu machen. Zweitens Gesichtserkennungstechnologie. Immer mehr Staaten setzen identifizierende Gesichtserkennungstechnologie anlasslos im öffentlichen Raum ein. Auch in Deutschland stand das auf Vorschlag des BMI ja zur Debatte. Wir leben bereits in einer Zeit potenziell vollständiger Überwachung der elektronischen Kommunikation. In manchen Ländern müssen Menschenrechtsverteidigerinnen zusätzlich mit verwanzten Wohnungen rechnen. Gesichtserkennung schließt den für viele Menschen letzten überwachungsfreien Rückzugsraum. Und in der sogenannten Überwachungsgesamtrechnung ist Gesichtserkennung daher nochmal ein qualitativer Sprung. Obwohl es häufig um klarerweise legitime Ziele geht, zum Beispiel Straftäter zu finden, kann automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nach Auffassung von Amnesty nicht verhältnismäßig eingesetzt werden, weil sie ja alle vorbeikommenden Menschen anlasslos erfasst und analysiert, ohne einen individualisierten, begründeten Verdacht. Und damit verletzt sie unseres Erachtens das Recht auf Privatsphäre. Gesichtserkennung wirkt außerdem durch sogenannte Chilling Effects, lähmt auf die Versammlungsfreiheit und sie führt erwiesenermaßen zu Diskriminierung. Es braucht deshalb dringend eine Regulierung. Gesichtserkennung wird nämlich immer präziser und auch immer billiger. Deshalb nimmt ihr Einsatz weltweit zu. Das geschieht aber in einem Regulierungsvakuum, da Entwicklung und Einsatz die Gesetzgebung überholt haben. Das passiert häufig beim Einsatz von Technik. Übrigens auch in der EU. Auch eine Kontrolle des Handels findet praktisch nicht statt. Die bereits genannte Dual-Use-Verordnung erfasst nämlich biometrische Überwachung noch gar nicht, sodass zum Beispiel identifizierende Gesichtserkennung aus der EU nach China exportiert werden könnte, ohne dass die dortige Menschenrechtslage eine Rolle spielt. Nach Ansicht von Amnesty braucht es mit hoher Dringlichkeit ein Verbot der Verwendung, Entwicklung, Produktion, des Verkaufs und des Exports von Gesichtserkennung zu Identifikationszwecken im öffentlichen Raum. Braucht dieses Verbot in Deutschland, in der EU und als weltweite Ächtung. Kleines Gedankenexperiment zum Schluss. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir uns zu diesem Schritt entschließen, ist, dass alles ungefähr so bleibt, wie es ist. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir es unterlassen, ist, dass die freie und unbeobachtete Bewegung im öffentlichen Raum beendet wird und sich in Kombination mit Informationen aus der Kommunikationsüberwachung in manchen Staaten ein vollständiges Bild des Alltags der BürgerInnen ergibt. Das ist nicht der Weg, den wir in Deutschland oder in der EU
oder als Menschheit gehen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rohrbach. Dann hat als nächstes das Wort Frau Dr. Christine Schie-Kupfer vom Mercator Institute for China Studies. 5 Minuten. Ja, schönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Gelegenheit zum Austausch. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut. Kurzer Soundcheck. Okay, wunderbar. Das Beispiel China zeigt ja sehr gut, wie wichtig gerade diese Verknüpfung ist zwischen digitalen Technologien und Menschenrechten, politische Teilhabe. Weil aus Sicht der chinesischen Regierung ist das Land eine Art digitales Labor und damit für uns auch wirklich ein sehr lehrreiches Schaufenster für all den Missbrauch und für all die Bedrohungen, die von digitalen Technologien auch ausgehen können. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch positive Impulse geben kann in China, was soziale Entwicklung, soziale Gleichheit angeht. Aber ich sehe doch die Bedrohung als sehr massiv an und deswegen möchte ich mich im Folgenden darauf konzentrieren. In China ist es so, dass wir beobachten können, dass die chinesische Regierung, je mehr sie die digitale Technologien einsetzt und entwickelt, auch zunehmend mehr Selbstbewusstsein nach außen trägt, aber dabei auch die Universalität und die grundlegenden Werte zurückweist, die sie ja auch einmal unterschrieben hat, also auch im Menschenrechtskontext. Das trägt sie zunehmend insofern nach außen, dass sie die Überlegenheit des chinesischen Systems proklamiert im Vergleich zu liberalen Demokratien und der Einsatz und der Grad, der Entwicklungsgrad, der Innovationsgrad von digitalen Technologien ist dabei ein ganz wichtiges Narrativ. Das sieht man jetzt auch aktuell bei der den Einsatz von datengetriebenen Technologien zur Bekämpfung von Covid-19. Grundsätzlich propagiert Peking das Argument, Effizienz bzw. Effektivität von digitalen Technologien zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung. Auf Menschenrechtsverletzungen geht Peking dabei kaum ein oder nennt allein kommerzielle Interessen von Unternehmen oder einzelne Verfehlungen von lokalen Behörden als potenzielle Quelle, zum Beispiel von Datenleaks. Und sie fühlte sich damit auch lange Zeit bestätigt, jetzt auch wieder im Kontext von Covid-19, weil sie ja lange Zeit propagiert haben, das war eine erfolgreiche Bekämpfung, das war ein wesentliches Mittel. Aber es zeigt sich ja interessanterweise ganz aktuell durch den neuen Ausbruch in Peking, dass Technologien, digitale Technologien allein eben nicht ausreichend sind. Und glaube ich, ganz im Gegenteil, das möchte ich nochmal betonen hier auch, eine transparente und eine wahrheitsgemäße Kommunikation gegenüber der eigenen Bevölkerung und gegenüber der internationalen Gemeinschaft zentral ist und dass digitale Technologien nur dann wirklich zu einem guten Einsatz kommen können. Die Auswirkungen, die das für China selbst hat in Bezug auf die Menschenrechtssituation und politische Teilhabe, die sind, denke ich, hinlänglich bekannt. Sie sind auch in anderen Kontexten schon genannt worden. Ausbau der Überwachungskapazitäten in Bezug auf kritische Köpfe, Rechtsanwälte, Journalisten, ganz grundsätzlich natürlich auch im öffentlichen Raum. Smart Cities ist da ist das Stichwort. Und jetzt auch in Bezug auf Covid-19 die Überlegung, dass die genutzten Datenquellen, dass die verstetigt werden sollen und möglicherweise auch integriert und verknüpft werden sollen mit anderen Datenquellen im Zuge des sozialen Bonitätssystems. Was bedeutet das jetzt konkret für uns im internationalen Kontext, wenn es um die Wahrung von Menschenrechten und Teilhabe geht? Ich denke, wir werden sehen, eine zunehmend systematische Beeinflussung und auch Manipulation der internationalen öffentlichen Meinung, jetzt auch über einzelne chinesische Wolf-Warriors-Diplomaten hinaus, auch einen wachsenden Druck und Anreize für ausländische Unternehmen, Zensurmöglichkeiten einzubauen. Das haben wir bei YouTube schon gesehen oder auch bei LinkedIn. Die ganze Debatte um Zoom ist natürlich auch allen ein Begriff. Und auch der potenzielle Missbrauch von Daten chinesischer Bürger und aller Bürger außerhalb Chinas durch den aktiven Export von chinesischen Apps, von Datenspeicherungstechnologie und auch digitalen Infrastruktur in andere Länder. Was können wir tun, beziehungsweise was müssen wir tun?
Viele Dinge sind schon genannt worden, die Exportkontrolle. Ich denke auch umgekehrt, wenn wir an öffentliche Beschaffung denken bei uns, auch das ist schon genannt worden von den Kolleginnen und Kollegen, jetzt im polizeilichen Kontext auch zu prüfen, ob chinesische Unternehmen damit nicht indirekt auch schon in China, aber dann auch durch den Export außerhalb zu Menschenrechtsverletzungen beitragen. Auch für öffentliche Institutionen, denke ich, ist wichtig, dass man in digitalen Forschungskooperationen oder auch bei Medienkooperationen genau prüft, woher diese Daten oder auch die Inhalte stammen. Und ich denke, eine Zensur von China-bezogenen Inhalten in liberalen Demokratien müssen wir grundsätzlich sehr, sehr entschieden zurückweisen. Ich möchte abschließend Taiwan erwähnen. Ich denke, Taiwan ist eine hochentwickelte, effiziente digitale Gesellschaft, die sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten sollte und wo auch eine stärkere Kooperation und ein Hinschauen angestrebt werden sollte. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Xi Kupfer. Als letzter der Expertenrunde, last but not least, Joachim Nikolaus Steinhüffel. Sie haben das Wort, 5 Minuten. Wenn man nur eine Handvoll Grundrechte aufzählt, die das Wesen einer freien, rechtsstaatlichen und demokratischen Gesellschaft in ihrem Kern ausmachen, gehört die Meinungsfreiheit dazu. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet sie in seiner Rechtsprechung immer wieder als schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Ordnung. Ich habe tatsächlich kurz gezögert, ob ich, um die Reichweite dieses Grundrechts noch einmal vor Augen zu führen, tatsächlich aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zitieren sollte. Sie werden vielleicht gleich erkennen, warum. Juni 2018. Das Anliegen, die Verhinderung verfassungsfeindlicher Ansichten zu verhindern, ist ebenso wenig ein Grund, Meinungen zu beschränken, wie deren Wertlosigkeit oder auch Gefährlichkeit. Oder, auch aus 2018, die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Vergiftung des geistigen Klimas ist ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. Dass auch ich persönlich viele Äußerungen, die damit zulässig sind, als widerwärtig erachte, darf ich Ihnen versichern. Aber Abscheu und ideologische Verachtung sind keine relevanten Kriterien im Sinne der Verfassung. In einem von vagen und unbestimmten Rechtsbegriffen wie Hassrede und Hetze beschädigten Diskurs erachten wahrscheinlich auch viele ganz normale Bürger die Verfassungsrichter als Steigbügelhalter der Verwahrlosung der Debatte, wenn sie diese Zitate ohne Fundstelle lesen würden. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass die sozialen Medien den politischen und sozialen Diskurs revolutioniert und teilweise sicher auch befreit haben. Der fast kostenlose Zugang von Milliarden Menschen zu einem Forum Romanum der Gegenwart begründet eine Zeitenwende. Vielleicht erzähle ich Ihnen aber etwas Neues, wenn Sie erfahren, dass Facebook nicht nur eine vom Petitionsausschuss des Bundestages gebilligte und auf der Website des Bundestages veröffentlichte Petition als Hassrede gelöscht hat, und dies auch noch vor Gericht verteidigt hat. Vielleicht überrascht es Sie, wenn Sie erfahren, dass dasselbe Unternehmen zugibt, automatisiert Links zu einem deutschen Nachrichtenmagazin zu löschen, gegen ein Verbot Rechtsmittel einlegt, in der Verhandlung aber nicht begründen kann, warum die Löschung massenhaft technisch erfolgt ist. Oder dass YouTube zugibt, völlig legitime Videos ohne eigene Überprüfung nur deswegen zu löschen, weil sie massenhaft denunziert wurden, für die Korrektur der eigenen Fehler aber Wochen braucht. Die YouTube-Chefin erklärte kürzlich auf CNN, sie werde alles löschen, was sich gegen die Verlautbarungen und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation richte. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit stehen jetzt also unter dem Vorbehalt der Billigung durch eine nicht demokratisch legitimierte Institution. Erst kürzlich wurde vom Oberlandesgericht Karlsruhe ein als Faktencheck getarnter Eingriff in die Meinungsfreiheit durch die auch mit Steuergeldern subventionierte Organisation Korrektiv als rechtswidrig untersagt. Es steht hier die fundamentale Frage im Raum, wer in einer offenen Gesellschaft legitimerweise über wahre und falsche Meldungen entscheiden soll. Die Gefährdung der Meinungsfreiheit rührt aber nicht nur von Seiten der sozialen Netzwerke her. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird von der großen Mehrheit der Juristen wegen Verletzung von Artikel 5 als eindeutig verfassungswidrig erachtet. Bei der Anhörung im Rechtsausschuss schon 2017 hieß es, das Bundesverfassungsgericht wird seine Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit nicht vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz faktisch einebnen lassen. Es braucht nur noch eine Klage in diese Richtung. Das war nur eine von 8 ähnlichen, deutlich vernehmbaren Einschätzungen der Sachverständigen.
Und es ist auch kein Ruhmesblatt für politische Verantwortungsträger, wenn ein Staatssekretär im Auswärtigen Amt einen Journalisten der Jerusalem Post bei Twitter blockiert und dies erst auf Abmahnung hin aufhebt. Oder eine Berliner Senatorin aus denselben Gründen eine Unterlassungserklärung unterschreiben muss. Oder ein Mitglied dieses Ausschusses einen normalen Nutzer auf Facebook droht, wörtlich: Ja, dann werde ich Ihren Arbeitgeber mal fragen, ob das denn betriebstypisch ist, was Sie da absondern. Die Gewährleistung dieses Grundrechts in einer neuen digitalen Wirklichkeit ist eine schwierige und komplexe Herausforderung für den Gesetzgeber. Darum möchte ich mit einem ausdrücklichen Lob schließen. Die vorgesehene Änderung im § 5 Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Zustellbevollmächtigten wäre ein für die zahlreichen betroffenen Nutzer großer Schritt zur effizienteren Durchsetzung ihrer Rechte gegen die IT-Riesen. Denn dann können Abmahnungen, einstweilige Verfügungen und Klagen in Deutschland zugestellt werden. Und es wäre bei drastisch reduziertem Kostenrisiko und gleichzeitiger Entlastung der Justiz möglich, sich schneller und wirksamer gegen Sperrungen und Löschungen zu wehren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Steinhöfel. Dann kommen wir jetzt zu der ersten Fraktionsrunde. Ich erläutere noch einmal ganz kurz das Verfahren. Die Union hat jetzt gleich die erste Möglichkeit, bis zu zwei Sachverständige zu befragen. Herr Brandt nickt schon, er kennt das Prozedere. Ich weise Sie auch noch mal darauf hin, dass Sie 2 Minuten haben und dann entsprechend die gefragten Sachverständigen 4 Minuten für die Beantwortung, die sich dann anschließt. Herr Brandt, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, der dann aufgrund der Zeit kurz ausfällt, für die Stellungnahmen schriftlich und mündlich. Meine erste Frage richtet sich an den Sachverständigen Dr. Kettemann. Nämlich im Anschluss an Ihre Ausführungen, wie kann Deutschland auf globaler Ebene für Menschenrechte und digitale Teilhabe eintreten und in dem Zusammenhang dabei auch den Intergovernance-Prozess auch aufgrund der von Ihnen geschilderten hohen Legitimität dessen durch die Einbindung und die Beteiligung der Akteure Staat, Privatsektor, Unternehmen und Zivilgesellschaft fördern. Zweite Frage richtet sich, wo sieht man eigentlich die Zeit? Man wird ja gehetzt. Sie haben 40 Sekunden gerade. Ich weise Sie darauf hin. Frau Schiekupfer, anschließend an die schriftliche Beantwortung der Frage. Sie haben ja über Totalüberwachung und Kontrolle der gesamten Bevölkerung gesprochen. Mich würde interessieren, welche Ergebnisse, Gegenreaktionen hat diese Strategie regional, zum Beispiel Hongkong, Taiwan, Indien, Japan, Korea, Vietnam, Australien, international fallen mir Afrika, Südosteuropa, Osteuropa, Mitteleuropa ein, auch im digitalen Bereich zu verzeichnen? Und ist es nicht so, Sie haben das China als digitales Labor bezeichnet, dass dort auch ein Risiko besteht, dass gerade von autoritären Staaten dieses digitale Labor sich ausbreiten könnte wie ein Krebsgeschwür? Herzlichen Dank, Herr Brandt. Dann würde ich jetzt in der Reihenfolge der angesprochenen Sachverständigen zunächst Herrn Dr. Kettemann für 4 Minuten das Wort geben. Zentralen Strukturen, in denen entschieden wird, welche Standards im Netz eingesetzt werden, ob neue Technologien eingesetzt werden, wie die Adressierung funktioniert. Das wird verhandelt in ganz verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel der Internationalen Telekommunikationsunion, aber auch in anderen UNO-Gremien. Und hier ist jetzt die Möglichkeit gegeben, die internationalen Räume, wo darüber debattiert wird, neu aufzustellen. Letztes Jahr, 2019, hat in Berlin das Internet Governance Forum stattgefunden. Das ist das weltweit größte Forum, wo über Internetregulierung diskutiert wird. Frau Merkel hat gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär eröffnet. Dieses Forum soll einen neuen Charakter bekommen, es soll kräftiger auftreten können, es soll vielleicht sogar Normen entwickeln können. Und ganz bemerkenswert ist hier ein Prozess, der gerade abläuft. Deutschland ist ja, wie erwähnt, mitverantwortlich, dem Generalsekretär hier Vorschläge zu machen zur besseren Aufstellung des Internet Governance Forums. Und hier führen zurzeit das Wirtschaftsministerium und das Außenministerium über Projektpartner globale Befragungen durch fassen die Weltmeinung zu diesem Punkt zusammen. Sie interviewen übers Internet Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, Vertreterinnen von anderen Staaten, Vertreterinnen
und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen und versuchen abzutesten, wie diese die verschiedenen Vorschläge zu einer besseren, zu einer Verfestigung der Rolle des Internet Governance Forums sehen. Und ich sehe hier in diesem globalen Bürgerinnendialog ein besonders kräftiges Mittel zur Erhebung der deliberativen Demokratiepotenziale. Und ich finde es deswegen ein sehr positives Zeichen dafür. Ich denke, das könnte man auch in anderen internetbezogenen Menschenrechtskontexten, wenn man neue Gesetze entwickelt, auf jeden Fall auch durchführen. Es wäre durchaus zum Beispiel dran zu denken, bei manchen Gesetzen wie einem Netzwerkdurchsetzungsgesetz neu, dort auch einmal eine globale Bürgerinnenbefragung durchzuführen, weil der Impact, das hat auch schon eine andere Kollegin hier gezeigt, dieses Gesetzes ja weit über die Grenzen Deutschlands zu spüren war. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Dr. Kettemann. Dann hat als Nächste Frau Dr. Schie-Kupfer bis zu 4 Minuten das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Sehr wichtiges Thema, Ergebnisse und Gegenreaktionen regional und international. Man sieht das ja besonders deutlich im Bezug auf Hongkong und Taiwan aktuell. Und ich möchte das auch durchaus nach vorne blickend beantworten. Ich denke, in Hongkong könnte sicherlich die chinesische Regierung noch sehr viel stärker durch Störung und Infiltration von digitalen Netzwerken und Plattformen die Kommunikations- und damit auch Organisationsfähigkeit der demokratischen Gruppierung, der Protestbewegung dort weiter einschränken. Und ich denke auch je nach Auslegung und Umsetzung des geplanten nationalen Sicherheitsgesetzes könnte Peking letztendlich versuchen, sämtliche ihr suspekt und gefährlich erscheinende digitale Kommunikation im Namen der nationalen Sicherheit dann zu kriminalisieren. In Bezug auf Taiwan ist zu erwarten, dass die chinesische Regierung ihre Desinformationsstrategie, die sie ja schon auch im Vorfeld der Wahlen in Taiwan, die stattgefunden haben, sehr stark genutzt hat, dass sie das noch intensiviert und auch weiterhin durch die gezielte Lancierung von Falschinformationen die internationale Reputation von Taiwan weiter schädigen wird. Und ähnliche Mechanismen beobachten wir auch natürlich sehr stark in Australien. Da gab unter dem ganzen Spektrum von Einflussnahme, politischer, auch wirtschaftlicher Einflussnahme, da sind digitale Technologien dann natürlich gerade auch im öffentlichen Raum letztendlich ein Träger. In Osteuropa, in Südosteuropa, Afrika sicherlich auch ähnlich, obwohl da der Aspekt generell des Ausbaus von digitaler Infrastruktur und damit des Exports des digitalen Labors, was Sie gerade ja sehr gut beschrieben haben, da denke ich eine große Bedrohung ist und damit der Zugriff auf sensible Daten durch den Druckmechanismus auf chinesische Unternehmen letztendlich zu sagen, ihr agiert in einem Rechtsraum, wo die chinesische Partei eben euch zwingen kann, Daten, die auch dann wieder für die nationale Sicherheit oder anderweitig relevant sind, dann zu übergeben. Also da sicherlich unter Datenschutzaspekten generell der Ausbau und auch der Aufbau von Infrastruktur in Europa durch chinesische Unternehmen ist aus meiner Sicht nicht angemessen. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter in der Fragerunde und Herr Braun hat das Wort für die AfD-Fraktion. 2 Minuten. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal vielen, vielen Dank an die Experten, die wir eingeladen haben. Es war schon erkennbar, dass hier eine hohe Qualität vorhanden ist. Dazu nochmal vielen, vielen Dank. Ich finde zunächst sehr bemerkenswert die Bemerkung von Frau Kurz über die positiven Seiten des Darknet, die man eben sehr wohl zur Kenntnis nehmen muss und wo es eben Chancen für Menschenrechte gibt, für die Bürger sich zu entfalten, auch in kritischen Situationen. Sehr bemerkenswert und sehr bemerkenswert auch die schriftliche Äußerung von Frau Nagedat zur Auswirkung des deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf die Regierungen in Südostasien, die sich offenbar ermuntert gefühlt haben durch dieses sehr problematische, um nicht zu sagen eindeutig negative Gesetz in Deutschland, die digitale Freiheit der Bürger einzuschränken. Herr Rechtsanwalt Steinhöfel, Sie sind auch international bekannt als Experte auf diesen Gebieten, auch beachtet worden, insbesondere Ihre Auseinandersetzung mit Facebook und anderen großen Internetgiganten. Wie beurteilen Sie jetzt die Auswirkungen, das ist meine erste Frage, auf die Meinungsfreiheit durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Und
Die zweite Frage betrifft den immer wieder sehr beliebten Begriff oder Doppelbegriff des Hasses und der Hetze, die immer komischerweise doppelt benutzt werden. Begriffe, die wir in der Vergangenheit von irgendwelchen anderen Regimen ganz anders gehört haben, die mit Demokratie nichts am Hut haben. Welche historischen Zusammenhänge sehen Sie mit den permanent benutzten Begriffen Hass und Hetze? Welche Probleme sehen Sie aber auch in der Anwendung eines Begriffs Hassrede in rechtsstaatlichen Normen und für die Meinungsfreiheit? Herzlichen Dank, Herr Braun. Herr Steinhüffel, Sie haben 4 Minuten. Ja. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz stand von Anfang an im Blick sehr starker verfassungsrechtlicher Kritik. Ich war als Zuschauer im Rechtsausschuss des Bundestages 2017, habe zugehört und mitgeschrieben. Und da werden, das wissen Sie ja, die Sachverständigen von sämtlichen Parteien benannt. Und 7 oder 8, das weiß ich nicht mehr genau, wurden gefragt, wie sie die verfassungsrechtliche, das Gesetz verfassungsrechtlich einschätzen. Und alle, die gefragt wurden, ich glaube, der Kollege von Jugendschutznet, der ja kein Verfassungsrechtler ist, hat sich da etwas bedeckt gehalten. Alle anderen haben sich klipp und klar und eindeutig geäußert. Und es ist ja auch, geht ja durch sämtliche Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag, unglaublich weitgehende Übereinstimmung. Mancher sind sogar die Beschlusslagen fast wortgleich, die sich gegen dieses Gesetz wenden. Jetzt ist fast schon eine Minute um, ich muss mich etwas sputen. David Kay, der Meinungsfreiheitsbeauftragte der UN, hat schon 2017 an die Bundesregierung geschrieben, Zensurmaßnahmen dürfen nicht an private Rechtsträger delegiert werden. Das Hauptproblem dieses Gesetzes, das übrigens auch dazu führt, dass Artikel aus dem Postillon gelöscht werden und Smileys und Gemälde von Bruegel, dem Älteren, ist die Geldstrafe von bis zu 50 Millionen Euro. Das ist das 200-fache dessen, was bei einem Maximalverstoß gegen eine einstweilige Verfügung an Strafe verhängt werden kann. Das heißt, wenn die Bild-Zeitung auf der Titelseite das Schlimmste tut, was man überhaupt nur beim Verstoß gegen ein gerichtliches Verbot machen kann, dann drohen ihr 250.000, 200-faches droht den Netzwerken. Und zwar auch dem leitenden Personal. Wenn Sie dort leitender Manager sind und müssen an der Grenze der Meinungsfreiheit entscheiden, ob Sie löschen oder nicht, ist die Entscheidung doch völlig klar, Sie löschen. Das Ziel ist völlig legitim, nämlich strafbare Inhalte aus dem Netz zu entfernen. Wer könnte dagegen sein? Jeder ist dafür, dass das, was rechtswidrig ist und was sich da teilweise abspielt, ist widerlich und muss raus. Aber nicht so. Die Lösung aus meiner Sicht, und ich habe damit nun sehr viel zu tun, wäre ganz einfach A, das wurde auch im anderen Kontext schon erwähnt, eine bessere Ausstattung der Justiz zur Strafverfolgung. Der Fall Claudia Roth, 5.000 Euro gegen einen Arbeitslosen, der sie beleidigt hatte, belegte das schon vor dem NetzDG. Das andere wäre bessere zivilprozessuale Optionen für die Nutzer, zum Beispiel ein pauschalierter Schadensersatz pro Tag unberechtigter Sperre. Das würde richtig Druck ausüben. Hass und Hate Speech. Jedermann, der diese Begriffe benutzt, den frage ich immer, was meinen Sie damit eigentlich? Heißt Hass und Hetze das, was strafprozessual untersagt ist? Oder meinen Sie damit was anderes? Auch was anderes. Wenn Sie nämlich auch etwas anderes meinen, greift das unmittelbar in Artikel 5 ein. Und wenn Sie das nicht meinen, warum sagen Sie dann nicht statt Hass und Hetze strafbare Inhalte? Das Strafgesetzbuch kann man ändern, wenn man Regelungsbedarf gibt. Aber da ist klar definiert, Verleumdung, üble Nachrede, Volksverhetzung, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und so weiter, das ist alles verboten. Und darum sollte man diese Begriffe benutzen. Diese diffusen, schwammigen Begriffe Hetze und Hass bringen eine Unsicherheit in den Nutzer, der nicht mehr genau weiß, wo die Grenze für strafbares und legales Verhalten ist. Und darum führt es automatisch zu einer Art Selbstzensur, weil auch ganz oft für zulässige Äußerungen diese Begriffe sofort im Munde geführt werden. Ich will hier keine Vergleiche anstellen, das möchte ich ganz unterstreichen, aber wenn wir zurückschauen in die DDR, da gab es den Straftatbestand staatsfeindliche Hetze, der genau dafür verwendet wurde, um dortige Regimekritiker zu kriminalisieren und sie auch massenhaft ins Gefängnis zu setzen. Es gab noch einen noch übleren Gesetzestatbestand, 1934, das Heimtückegesetz, wer vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte, ich habe extra unterstrichen, dass die paar Sekunden müssen Sie mir jetzt draufgeben. Ich habe extra unterstrichen, dass ich keinerlei Vergleiche zwischen unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, sondern nur zwischen terminologischen, möglicherweise vergleichbaren Begriffen verwenden möchte, die uns zu besonderer Vorsicht mahnen müssen. Das ist, damit das klipp und klar wird. So. Und das Zivilrecht gibt durch 823 fortfolgende und das Strafgesetzbuch durch die entsprechenden Strafrechtsvorschriften hinreichend und genau präzisierte und durch Rechtsprechung herausgearbeitete Bereiche strafbaren Handelns. Auf die sollten wir uns konzentrieren und diese diffusen, schwammigen Begriffe, die Gefahren für die Meinungsfreiheit darstellen, möglichst unterlassen.
Herzlichen Dank. Dann hat jetzt für die SPD-Fraktion Frank Schwabe das Wort. 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne an Frau Dr. Kurz eine Frage richten oder zwei oder so. Dann Lena Rohrbach. Zum einen ist es in der Tat die Frage des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Ja, klar, das ist nicht so, ohne da entsprechend einzugreifen. Würden Sie sagen, man kann irgendwo, kann man eigentlich definieren, wo das gut ist und wo es Sinn macht und wo es sozusagen problematisch wird? Oder sagen Sie, das hängt ganz von den Ländern ab und von den Regierungen, ob es autoritär geführt ist oder nicht autoritär geführt? Also kann man dann irgendwas erkennen, ob sozusagen der Eingriff gut ist und ob er nicht gut ist? Oder ist jedes Gesetz sozusagen, was reglementiert, schlecht? Die Frage der, ich meine, die Kommunikation ändert sich ja komplett von, oder wir reden ja noch hier gerade auch miteinander, aber auch schon wieder irgendwie anders. Und ist das eigentlich gut, wenn es private Organisationen gibt, die moderne Kommunikation organisieren? Oder wäre es besser, wenn das eigentlich staatlich organisiert und dann reglementiert würde? Dann würde eben nicht YouTube oder wer auch immer entscheiden, sondern irgendeine staatliche Behörde, ob etwas gelöscht wird oder nicht gelöscht wird. Das Thema Darknet. Kann man irgendwie denn Regeln finden, wo Sie sagen, das macht schon irgendwie Sinn? Ich meine, wenn man sich an bestimmte Länder denkt, klar, ohne Darknet wird es dann nicht funktionieren. Aber das ist ja so wie so im realen Leben. Da geht man nachts im Dunkeln raus und das hat vorhin, also nicht, wenn man es verhindern würde, dass man rausgeht, würde man vielleicht auch nicht überfallen und könnte niemand überfallen. Aber es muss ja auch trotzdem Regeln gehen, wenn man rausgeht im Dunkeln. Also wo könnte das sein? Und eine letzte Frage. Internationale Konventionen. Beim Europarat wird diskutiert über bestimmte Konventionen. Vielleicht zu dem Thema, sehen Sie da Regelungsbedarf? Herzlichen Dank, Herr Schwabe. Dann hat zunächst Frau Dr. Kurz das Wort. Und ich habe so verstanden, dass alle drei Fragen an jeweils die beiden Sachverständigen gerichtet waren. Frau Dr. Kurz. Also ich beginne mal mit dem NetzDG. Wir haben in der schriftlichen Stellungnahme dazu nichts geschrieben, außer eine Erwähnung, die sich darauf bezieht, dass diese großen kommerziellen Plattformen natürlich auch zumindest einige ziemlich gut nachgewiesene Desinformationskampagnen von einfach bezahlten Akteuren hatten, die problematisch sind für die Meinungsfreiheit. Ich gehöre aber auch zu den Kritikern von Anfang an. Auch ich habe mir die Stellungnahme, obwohl ich kein Jurist bin, damals im Justizausschuss durchgelesen. Ich denke, dass der Anreiz in diesem Gesetz gegen die Freiheit der Rede groß ist. Aber ich würde hier abwarten auf die Entscheidung, die sicherlich in Karlsruhe gefällt wird. Der Vorteil hier in Deutschland ist ja, dass wir solche Entscheidungen herbeiführen können. Und ich denke, die Länder, die sich ein Vorbild genommen haben am NetzDG, da haben die davon Betroffenen nicht so die Möglichkeit, sich juristisch dagegen zu wehren. Und das finde ich das eigentlich Gefährliche am NetzDG, dass wir hier wir haben Neuland geschaffen in manchen Rechtsfragen hier und andere machen das nach. Und hier wird das vielleicht korrigiert werden können, anderswo wird es sehr viel schwieriger. Das darunterliegende Problem ist aus meiner Sicht aber die Abhängigkeit, in die wir uns übrigens ganz freiwillig, auch dieses Haus hier, aber ganz vielen anderen Regierungen auch begeben haben von diesen kommerziellen Werbeplattformen. Ob wir unseren gesellschaftlichen Diskurs auf einer, ich würde noch mal sagen, kommerziellen Werbeplattform führen wollen, halte ich für grundlegend falsch. Aber in die Abhängigkeit haben wir uns auch schon freiwillig begeben. Ich glaube, der Trend weg von dieser Abhängigkeit zieht sich sehr lange hin. Wie gesagt, juristisch will ich dazu nichts weiter sagen. Also beim Darknet, der zweiten Frage, die Sie hatten, ist, aus Ihrer Frage kommt natürlich so ein bisschen diese Begrifflichkeit, so ähnlich wie bei Hassrede oder bei Hetze. Man verwendet den Begriff Darknet und denkt nicht an Menschen, die den Schutz von Anonymität brauchen und die gar nicht anders können, als ihre Identität zu schützen, wenn sie kommunizieren wollen. Und der Großteil des Darknets sind faktisch Webseiten. Und dazu kommt noch ein bisschen E-Mail und Chat, aber im Wesentlichen Webseiten, die darüber auch Informationen holen. Also Sie haben da diesen Begriff, der in den Medien im Wesentlichen für Plattformen, die Betäubungsmittel handeln, verwendet werden. Aber das ist eben ein minimaler Teil. Und dadurch, dass auch die Strafverfolgung hier durchaus hinterher ist, ist es sogar weniger geworden im Darknet. Also die Bedeutung davon, dass Leute sich davon Informationen holen, wie bei der Deutschen Welle, bei der BBC und bei ganz vielen internationalen Zeitungen, die mittlerweile oder Medienhäuser, die Wort, Text und Bild anbieten über Darknet, ist sehr viel wichtiger geworden.
Also man wird aber aus dieser Ambivalenz natürlich nicht rauskommen. Denn Anonymität kann natürlich auch bedeuten, dass Leute mit kriminellen Absichten diese Techniken benutzen. Aber sie sind im Ganzen sehr viel wichtiger, als sie gefährlich sind. Die letzte Frage war noch, habe ich noch Zeit? Die letzte Frage, da ging es Ihnen um den Export, richtig? Es ging mir um internationale Konventionen, ob Sie glauben, dass es irgendwo Regelungsbedarf überstaatlich geben könnte. Also wir haben natürlich eine ganze Reihe von Problemen aufgeworfen und da könnten wir internationale Abkommen gut brauchen. Und ich erinnere zum Beispiel daran, dass der UN-Menschenrechtsrat auch als nach 2-3 Jahren Snowden-Diskussionen um die massenhafte Überwachung ging, auch sich schon mal geäußert hat. Meine Meinung ist eigentlich, dass es nur dann sinnvoll wird, wenn es auch ratifizierte Verträge sind, wie etwa die Menschenrechtskonvention. Also wenn man ein bisschen Lippenbekenntnisse in nicht bindender Form abgibt, ist mir das heute nicht mehr genug. Ich denke, da verschließen wir die Augen vor den Realitäten und auch davor, dass wir die Verantwortung tragen. Denn wir sind hier im Westen die Herstellerländer von Software. Und wir können damit auch andere Regeln setzen, außer unseren Gutwillen in solchen Gremien zu sagen. Praktisch ist es. Wir haben eine ganze Liste gemacht. Wir können Software, die mit EU-Mitteln gefördert ist, an bestimmte Schluss? Lizenzen binden, zum Beispiel Lizenzen, die Überwachungssysteme ausschließen. Kommen Sie zum Schluss? Ja, wir könnten generell restriktiver umgehen mit dem Export. Also ich verweise da gerne nochmal auf unsere schriftliche Stellungnahme. Wir haben die Möglichkeiten. Ich glaube, da helfen uns weniger Grüß-August-Nachrichten. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt Frau Rohrbach das Wort, auch 4 Minuten. Zur ersten Frage nach dem NetzDG und den Kontexten, die das in Deutschland oder in anderen Ländern hat. Also erstmal, glaube ich, muss man anerkennen, dass das eine sehr große Herausforderung ist, die Meinungsfreiheit und die Persönlichkeitsrechte online in eine Balance zu bringen, angesichts dessen, wie abhängig die Debatte von privaten Akteuren wie großen Plattformen ist, eine Situation, in die man sich nie hätte begeben müssen. Da stimme ich Constanze kurz zu, der wir jetzt aber gegenüberstehen. Es gibt insgesamt ungefähr 154 nach einer Zählung der UN sogenannte Cyberlaws, die sich mit Straftatbeständen, mit den entsprechenden Äußerungen im Internet beschäftigen. Und die sind natürlich qualitativ unterschiedlich. Und da sind sehr legitime Gesetze dabei und da sind sehr problematische Gesetze dabei. Insofern darf man das natürlich nicht alles über einen Kamm scheren. Und auch wenn das NetzDG problematische Nachahmungseffekte gehabt hat, vor denen ja auch gewarnt wurde, und das war auch problematisch und das hätte man sicherlich minimieren können, indem einige dieser guten Änderungen, die jetzt demnächst implementiert werden, voraussichtlich, wie zum Beispiel ein Wiedervorstellungsverfahren, dass man die Möglichkeit hat, zu Unrecht gelöschte Inhalte auch wiederherstellen zu lassen. Mit mehr Debatte und mit mehr Zuhören bei den Warnungen der Zivilgesellschaft hätte man das vielleicht von Anfang an mit implementieren können, dann wäre es von Anfang an auch runder gewesen. Es hätte nicht so stark diese Gefahr des Overblockings gehabt, die es eben gibt, wenn private Akteure, nach denen hatten Sie gefragt, das sehen wir auch so, es ist immer problematisch, wenn private Akteure zur Rechtsdurchsetzung verpflichtet werden. Das bringt diese Gefahr des Löschens legitimer Inhalte mit sich. Gleichzeitig gibt es die Herausforderung, dass allein bei YouTube, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber hunderte Stunden Videomaterial pro Minute hochgeladen werden. Natürlich bedeutet das, dass private Plattformen irgendeine Art von Verpflichtungen haben, damit umzugehen. Ich denke, eine wichtige Sache ist, dass sie anfangen, sogenannte menschenrechtliche Sorgfaltspflichten umzusetzen, sich also entlang der UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte Gedanken darüber machen, welche menschenrechtlichen Herausforderungen gehen denn mit unserer Tätigkeit einher, Risikoanalyse machen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Ansonsten ist die Debatte um Hass und Hetze im Internet, ich finde es nicht so zufällig, dass die häufig zusammengenannt werden, denn es gibt ja diesen Begriff des Incitement to Hatred, also das, was völkerrechtlich tatsächlich von Staaten sogar verboten werden soll. In dieser Debatte einen starken Fokus auf die Frage nach Verboten. Und ich glaube, wir sollten uns noch stärker fokussieren auf positive Komplementärmaßnahmen, wie zum Beispiel, Herr Kettemann hatte das genannt, Behörden, die sowohl im Sinne von Antidiskriminierung als auch was den Tatort Internet
und die Verfolgung von Straftaten online anbelangt, geschult sind und dann auch ganz anders mit Anzeigen umgehen können oder auch generell der Vorbeugung von Diskriminierung und Antidiskriminierungsgesetzgebung und Rassismusschulung. Das alles können wir machen, effektiv, ohne dass wir auf diese relativ schwierige Herausforderung nach den Löschungen gucken müssen. Noch kurz zur Frage, ob es sozusagen was gibt, was gute und schlechte Gesetze dieser Art unterscheidet, in Deutschland und in anderen, ja, ob sie klar verweisen auf sehr klar definierte Straftaten, die den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an sich einhalten und die klar definiert sind. Problematische Cybercrime-Laws zeichnen sich dadurch aus, dass sie vage definiert, zum Beispiel die Verbreitung von Terrorismus oder Fake News, und das wird dann nicht weiter erklärt, kriminalisieren. Das ist geeignet, dann zur Kriminalisierung von legitimen Meinungsäußerungen von Bloggern und so weiter beizutragen. Das gilt für das deutsche NetzDG ja nicht, was ja auf klar definierte Straftaten verweist. Zur Frage des Darknet, gibt es da irgendwie so klare Grenzen? Kommen Sie zum Schluss, ich muss Sie leider abbrechen. Also es sei denn, die Frage kann schnell beantwortet werden, dann drücke ich ein Auge zu. Keine klare Grenzen, jedenfalls nicht, was die Verwendung des Tor-Browsers anbelangt. Der kann nun mal vom Guten wie zum Schlechten verwendet werden. Das lässt sich nicht unterscheiden. Wir bei Amnesty verwenden ihn auch für unsere Recherchen. Herzlichen Dank, Frau Rohrbach. I will be switching to English. Nigat, I have a few questions from our side of the FDP caucus to you, to Pakistan. We talked a little bit about how can governments interfere in the freedom of speech, in the freedom of expression, what could be done. Maybe the first question to your work from your experience that you gained, how could or what could be done to close the digital gender gap worldwide? You talked a little bit in your statement about the digital gender gap in Pakistan. Could you give us a little more insight from your work and best practices? And the second question, and that would be a very good follow-up from Ms. Rohrbach, what she explained just a second ago. In your opinion, to what extent could governments or should governments interfere in freedom of expression to make digital spaces more secure and protect minorities, for example, women, but also human rights defenders and so on, from discrimination and cybercrime? And do you see an alternative to regulation and censorship in order to protect these minorities? For example, the NetzDG, as we have it here in Germany, which has also been discussed in the Human Rights Council as a positive example by the Republic of China, the People's Republic of China. And I just read that you just recently you were appointed by Facebook to their content oversight board. Maybe you can shed some light on the work you're doing there. Thank you. You have 4 minutes to answer these questions. Thank you so much. Going back to the first question around the looking into the digital gender gap, I spoke a little bit about that, but I think addressing the underlying systemic issues that are the cause of the gap, it's important to address them. And it is not enough to put cell phone and I'm keeping in mind the Pakistani context, but also, you know, the global South context in mind, that it is not enough to put cell phones and devices into the hands of women and expect that the gap to be bridged. In fact, if the underlying reason for familial disapproval is not addressed, women's use of online spaces can often lead to increased surveillance of their activities and any perceived transgression. As innocuous as speaking to someone from the opposite gender on the phone can lead to violence and in extreme cases, honor killings in Pakistan. Thus, both tech and community-based solutions need to go hand in hand if we want to address these issues. At the Digital Rights Foundation, which is my organization, and I'm working on this initiative for the last 10 years, has been working on it on its their community-led campaigns. For instance, we lead this campaign called Hamara Internet, which means our internet, and where we visit communities, schools, colleges across the country and provide awareness on digital security and anti-harassment tools. At the same time, we have learned from the communities that
we serve the different strategies that women use to negotiate their freedoms, keeping in mind their context. So listening to women and developing context-specific programs should supplement more macro-level approaches to address this gap. And I think it's also important when we look into this gender digital gap, I mean, not just the at the national level, but I think also addressing social media companies, that how they address this while keeping in mind different contexts, different societies, because most of the time that the tools we see that the tool developers make for digital security, for instance, are made in the global north, and they expect that everyone around the world will use them without even knowing that what are the needs and requirements of the communities sitting in a village. Your second question was around that, to what extent should governments interfere in freedom of expression to make digital spaces more secure and protect minorities? I think the current approach taken by governments has been to pass laws on crimes like online harassment and hate speech. I have seen in our own context that in the name of protecting women and girls, these laws are being passed. And these laws are, the cybercrime laws are really draconian in nature, often packaged within a larger framework that concentrates powers within the state to regulate and penalize freedom of expression. Digital rights groups across the world have long seen these laws as a double-edged sword, and often there is very little increased protection for women and gender minorities and religious minorities, even when these laws are implemented and when these laws are enacted in the name of protecting these minorities. The carceral and punitive approach taken to address some of these issues is often inadequate, as many women do not want to go through the criminal justice system, where the criminal justice system itself is weak, and do not address the systemic nature of something as widespread as hate speech. So in my opinion, there is a need to repeal vague and broad legislation centered on regulating the internet, more flexible and victim-led solutions within the legal system that are already there, that respond quickly and compensate the victim for the damage caused should be adopted, even if that means moving beyond the criminal justice system. Nigat, I'm very sorry. Your time is up. Maybe we can chat later on the last question regarding the Facebook board. I'm sorry, I need to be very strict here with time. I hope that's fine with you. So, jetzt hat Frau Nastic das Wort für die Fraktion der Linken. Sie haben 2 Minuten. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Viele von Ihnen sprachen über die Vor-, aber auch vor allen Dingen Nachteile des digitalen Zeitalters und bezogen sich auch auf die wichtige Rolle von Menschenrechtsverteidigerinnen. Zu den bekanntesten Menschenrechtsverteidigerinnen und Whistleblowerinnen unserer Zeit zählen Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden. 2 von ihnen sitzen in Gefängnissen und einer ist im Exil. Es ist kein gutes Zeugnis eigentlich für eine Demokratie, wenn Menschen Kriegsverbrechen aufdecken oder im Falle von Edward Snowden die massenhafte Überwachung von der Bevölkerung weltweit für Geheimdienste. Das zeigt aber auch, wie wichtig die Rolle von Whistleblowerinnen ist, auch zur Stärkung einer Demokratie. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Whistleblowerinnen und Whistleblower. Im vergangenen Jahr hat die EU eine Richtlinie für die Whistleblower geschaffen. Diese wird dann also an das EU-Recht gekoppelt und den Staaten wird selbst überlassen, ob sie eben Verstöße anmelden, also nationale oder nicht. Nun möchte Herr Altmaier und das Wirtschaftsministerium diese Richtlinie nur auf EU-Ebene anwenden, aber nicht auf Bundesebene. Meine Fragen richten sich an Frau Rahmann und Frau Kurz. Wie schätzen Sie das ein? Reicht der Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen, also Whistleblowerinnen, im digitalen Bereich in Deutschland aus?
aus. Wie verhält sich eigentlich die deutsche Gesetzeslage im Vergleich zu anderen Staaten? Also kann man sich da an anderen positiver orientieren? Und welche Schritte sollte der Gesetzgeber also auch in Deutschland zu einem besseren oder bestmöglichen Schutz von Whistleblowern vornehmen? Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Nastic. Dann würde ich Frau Rahmann als Erstes für 4 Minuten das Wort geben und dann Frau Dr. Kurz. Vielen Dank für die Frage. Erstmal muss man sagen, dass was mit Chelsea Manning passiert, ist sehr schrecklich. Und ich glaube, das zeigt, dass der Schutz von Whistleblowern auf globaler Ebene, also in vielen Ländern, nicht reicht. Meiner Meinung nach ist im Moment der Schutz von Whistleblowern hier in Deutschland auch nicht ausreichend ist. Aber wie gesagt, wir haben bald eine Möglichkeit, das zu ändern mit der neuen EU-Whistleblower-Richtlinie. Die Richtlinie auf EU-Ebene hat sehr gute Ziele, zum Beispiel den Schutz von Whistleblower vor Kündigen, Degradierungen, Mobbing oder andere negative Behandlung. Das ist natürlich ein sehr guter Schritt auf der EU-Ebene, aber er bezieht sich nur, wie gesagt, auf Verstöße gegen EU-Recht und nicht auf nationales Recht. Ich finde es deswegen sehr wichtig, dass Deutschland diese Richtlinie auch für Verstöße gegen Bundesrecht verpflichtend macht. Andernfalls würde der Schutz von Whistleblowers in Deutschland weit hinter den Schutz von anderen EU-Ländern zurückfallen, die sich freiwillig entschieden haben, diesen Schutz auf nationaler Ebene zu übernehmen. Ich finde es auch wichtig, dass das Richtlinie adoptiert ist, an der Durchsetzung zu arbeiten. Man kann schon sehen, zum Beispiel in internationale Organisationen, dass das Durchsetzung manchmal ein Problem ist, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen. Das derzeitige System der Vereinten Nationen trägt sehr wenig zum Schutz von Whistleblowern bei, wo viele oft nur als Auftragnehmer arbeiten. Das Problem hat also weniger zu tun mit der Richtlinie und mehr mit der naiven Durchsetzung. Ich glaube, die beiden, also Richtlinie und Durchsetzung, sind sehr wichtig und können viel mehr verstärkt sein in Deutschland auch. Herzlichen Dank. Dann hat Frau Dr. Kurz das Wort. 4 Minuten. Ja, ich möchte mich auch für die Frage bedanken. Ich kann es sicherlich nicht umfänglich juristisch beantworten, aber ich will es vor allen Dingen erstmal aus einer Perspektive beantworten, die mir enorm wichtig erscheint, auch vor dem, was hier heute bereits gesagt wurde. Die Whistleblower, gerade die prominenten Fälle, die Sie erwähnen, haben im Wesentlichen Techniken benutzt, die wir hier im Westen entwickeln. Ich empfehle jedem hier, das aktuelle Buch von Barton Gellman, der für die Washington Post schreibt und jahrelang aus den Papieren von Snowden veröffentlicht hatte, mit welcher technischen Expertise er daran gehen musste, um im Westen eine Publikation über diese Veröffentlichung zu machen. Er beschreibt da auch in hohem technischen Detail, was er benutzt hat. Und diese Techniken und die Infrastruktur für diese Anonymisierungs- und Verschlüsselungstechniken bauen wir hier. Wenn wir hier beschließen, sie zu durchlöchern, dann werden wir zukünftige Whistleblower vor allen Dingen die Möglichkeit nehmen, zu veröffentlichen. Also da kann ich nur jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Sie haben WikiLeaks angesprochen. Ich möchte hier darauf verweisen, dass WikiLeaks, unabhängig davon, was Sie heute von dem inhaftierten Julian Assange denken, einen ganz großen Teil der Tätigkeit der Publikation bezog sich auf Asien und vor allen Dingen auf Afrika. Also hier wurden sehr viele internationale Whistleblower und deren Dokumente veröffentlicht, bevor zu diesem langen Streit kam um das Collateral Murder Video. Also WikiLeaks hat eine sehr viel größere Spannweite an Informationen, die dort veröffentlicht wurden. Ich denke, dass wir oder generell in Deutschland, aber auch in der EU, ein sehr gutes Auge auf diese umstrittene Verhandlung in Großbritannien werfen sollten. Und generell hat sich ja der Bundestag in Bezug auf den Whistleblower des Jahrzehnts, der wohl Edward Snowden ist, sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, dass sich der Bundestag nicht mal entschließen konnte, ihn anzuhören im Rahmen des NSA-BND-Untersuchungsausschusses. Hier ist also sicherlich formal, juristisch, einiges nachzuholen in Bezug auf die Richtlinie, die ja eben schon erwähnt wurde. Aber hier ist vor allen Dingen darauf zu achten, dass wir weiterhin die technischen Mittel für diese Menschen zur Verfügung stellen, dass sie die Informationen, die sie aus Gewissensgründen an die Öffentlichkeit bringen wollen, auch weiterhin an die Öffentlichkeit bringen können. Insofern, der CCC schließt sich da übrigens auch den Forderungen des deutschen Whistleblower-Netzwerkes an in Bezug auf die EU-Richtlinie. Vielleicht als Letztes noch,
die angesprochenen Fälle sind meistens politisch und erreichen dann auch eine große Öffentlichkeit. Aber Whistleblower-Schutz ist in vielen auch repressiven Regimen nicht mit solchen großen international bekannten Fällen verbunden und sehr viel schwerer, wenn man eben diese Öffentlichkeit nicht erreicht. Etwa wenn man gegen Arbeitgeber oder gegen Behörden im eigenen Lande Informationen an die Öffentlichkeit gibt. Ich will daran erinnern, dass es nicht immer nur Prominente sind, deren Publizität mal halbwegs gesichert ist und die geschützt sind durch die Öffentlichkeit, sondern viel mehr, viel kleinere Fälle. Herzlichen Dank, Frau Dr. Kurz. Dann hat jetzt Frau Bause für die Grünen das Wort. 2 Minuten. Ja, danke schön für Ihre Stellungnahmen. In den verschiedensten Stellungnahmen ist ja auf die Gefährdung durch den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware eingegangen worden. Und da habe ich zunächst mal 2 Fragen an Lena Rohrbach. Der VN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Meinungsfreiheit, David Kay, hat sich für ein weltweites Moratorium für Überwachungstechnologie ausgesprochen und eben insbesondere für Gesichtserkennungstechnologie. Wie wahrscheinlich schätzen Sie die Durchsetzung eines solchen Moratoriums ein und was müsste eigentlich in der Zeit dieses Moratoriums gemacht werden? 2. Frage zum Tor-Netzwerk, zum Darknet. Haben Sie Hinweise auf geheimdienstliche Angriffe auch in Deutschland auf dieses Tor-Netzwerk und welche Gefährdung ginge oder geht dadurch für die Menschenrechte und die Menschenrechtsverteidigerinnen aus? Die 2. Frage richtet sich an Sie, Frau Dr. Kurz. Vergangene Woche haben ja Amazon, Microsoft und IBM erklärt, dass sie Gesichtserkennungssoftware nicht mehr an die Polizeibehörden in den USA verkaufen, bis ein regulierendes Gesetz vorliegt. Und ferner haben sie den Polizeibehörden untersagt, die Nutzung bereits eingekaufter Software. Lässt sich diese Situation auf Deutschland übertragen oder halten Sie die hier existierenden Regeln für ausreichend? 2. Frage an Sie. In den vergangenen Wochen hat ein weiteres US-Unternehmen Schlagzeilen gemacht, Clearview, das ein Startup, das 3 Milliarden Porträtfotos gesammelt hat und den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt hat. Es ermöglicht seinen Kunden mittels Fotos einer Person alle anderen im Internet verfügbaren Fotos dieser Person zu finden. Welche Gefahren ergeben sich aus Ihrer Sicht durch dieses Geschäftsmodell für die Menschenrechtsverteidiger und können Sie beurteilen, ob die Bereitstellung dieses Angebots in Deutschland legal wäre? Herzlichen Dank. Bevor ich Frau Rohrbach das Wort erteile, nur einmal die Info an die Kolleginnen und Kollegen hier im Ausschuss. Der Dussmann-Wagen ist vor der Tür. Wenn Sie Nervennahrung brauchen, gehen Sie gerne nach draußen. Jetzt haben Sie das Wort, Frau Rohrbach, 4 Minuten. Ja, also wir unterstützen dieses von Ihnen genannte Moratorium von David Kay ja auch gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, das tatsächlich sogar recht umfassend ist, also ein allgemeines Moratorium für die Anwendung von Überwachungssystemen und den Handel mit ihnen und auch ihre Entwicklung, um sozusagen, sagt David Kay, sozusagen als Menschheit mal innezuhalten. Für wie wahrscheinlich ich das einschätze, ich denke, es ist etwas, das wir unterstützen sollten. Ob das jetzt kommen wird als allgemeines Moratorium, bin ich skeptisch. Das hält uns aber nicht davon ab, zu sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre und zu schauen, was man eben in der Zwischenzeit schon machen kann. Und da wäre zum einen das von mir schon genannte Verbot von Überwachungstechnologie, die klarerweise immer unverhältnismäßig und deswegen immer menschenrechtswidrig ist, wie die anlasslose automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Und für andere Anwendungsfälle, die verhältnismäßig sein könnten, die Regeln zu schaffen. Was den Export anbelangt, sollte diese anlasslose Identifizierende natürlich auch nicht exportiert werden, da es ja unseres Erachtens keine legitimen Anwendungsfälle im öffentlichen Raum gibt. Für alle anderen Exporte von Überwachungstechnologie sollte sich jetzt dringend für eine effektive Exportkontrolle aus der Europäischen Union auch die Bundesregierung einsetzen. Es ist definitiv notwendig, die zu reformieren, unter anderem, weil sie Überwachungstechnologien wie Gesichtserkennung überhaupt nicht abdeckt im Moment und auch viel zu langsam ist. Es dauert regelmäßig mehrere Jahre, bis neue Technologien gelistet werden für die Exportkontrolle. Und da ist natürlich der Innovationszyklus im technischen Bereich viel schneller. Und in diesen Jahren können dann die Technologien, die weiterhin exportiert werden,
schon viel Schaden angerichtet werden haben. Wir haben da 6 konkrete Vorschläge. Zum einen muss Europa einfach breit genug definieren, was überhaupt der Exportkontrolle unterworfen werden soll, damit zum Beispiel Gesichtserkennung oder Systeme zur Vorratsdatenspeicherung auch dabei sind. Es braucht menschenrechtliche Sorgfaltspflichten für die exportierenden Unternehmen, die also auch selber eine Analyse machen sollen. Könnte mein System, wenn ich es in dieses Land exportiere, dazu Menschenrechtsverletzungen benutzt werden? Umgekehrt können Sie sich auch damit entlasten, wenn Sie so etwas gemacht haben und es nicht für Sie vorhersehbar war. Es braucht schnelle und effektive Verfahren, um neue Technologie in die Exportkontrolle aufzunehmen, also in den Anhang dieser Dual-Use-Verordnung zu übernehmen. Eine Möglichkeit dafür wäre die sogenannte EU-autonome Liste, aber die Regierungen können sich auch was anderes einfallen lassen. Und es braucht eine sogenannte Catch-all-Klausel, also ein Verfahren, um Exporte von Gütern auch dann zu stoppen, wenn sie nicht in der bisherigen Kontrollliste verfasst sind, aber ein Risiko für die Menschenrechte darstellen. Es braucht mehr Transparenz darüber, welche Exporte genehmigt werden und auch wann sie nicht genehmigt werden. Und Menschenrechtsaspekte müssten ein entscheidendes normatives Kriterium bei der Exportregulierung sein. Das heißt, einfach gesagt, Staaten dürfen keine Genehmigungen erteilen, wenn ein signifikantes Risiko besteht, dass der Export zu Menschenrechtsverletzungen beitragen würde. Analog fordern wir sowas zum Beispiel auch bei der Exportkontrolle für konventionelle Waffen. Die Frage zu den geheimdienstlichen Angriffen in Deutschland auf Tor-Netzwerke. Also uns von Amnesty liegen dazu keine Informationen vor. Ich erinnere mich daran, dass es wohl geleakte Dokumente gab, die gesagt haben, dass der BND ein System zur Überwachung des Tor-Netzwerkes entwickelt hätte. Die konnten wir jetzt aber nicht mit unseren Maßnahmen überprüfen. Ich erinnere mich auch daran, dass es insgesamt geheimdienstliche Überwachung, beispielsweise die NSA, da reicht es, einen Tor-Knoten zu betreiben, um in einer Kategorie von Personen aufzutauchen, die für die NSA überwachungswürdig sind. Wie das beim BND ist, weiß ich nicht. Das ist natürlich problematisch, weil einen Tor-Knoten zu betreiben, das machen auch die Reporter ohne Grenzen. Und das ist an sich menschenrechtlich unproblematisch und sogar fördernd. Herzlichen Dank. Punktlandung. Nee, es hat genau gereicht. Dann hat jetzt Frau Dr. Kurz 4 Minuten das Wort. So sieht zu der eben beantworteten Frage zu den Eingriffen von Militärs und Geheimdiensten zu Tor noch was sagen, auch wenn ich speziell nicht gefragt wurde? Dann verweise ich auf die schriftliche Stellungnahme, denn das Tor Project hat ein eigenes Safety Board dafür, die darüber forschen. Solche Angriffe gab es, die sind teilweise belegt, teilweise vermutet und wir haben in der Fußnote 2 dazu Hinweise. Da kann man sich also informieren von dem Projekt selbst. Ich will was sagen zur Gesichtserkennung nach Ihrer Frage. Ich stimme in jedem Punkt inhaltlich mit Frau Rohrbach überein. Wir sind auch und auch schon lange, wir forschen im TTC seit 15 Jahren zur Gesichtserkennung, dafür jetzt endlich zu einem Verbot zu kommen, vor allen Dingen bei der automatisierten Gesichtserkennung. Aber ich muss das erweitern um ein sehr viel größeres Feld, denn ich glaube, dass die Gesichtserkennung nur ein Teil von einem größeren Puzzle ist. Denn die Techniken heute beziehen sich längst nicht nur auf das Körpermerkmal Gesicht, was natürlich sehr praktisch zu erheben ist, weil wir es in der Regel exponieren, sondern längst auch auf Verhalten. Wurde übrigens auch schon getestet hier in Berlin im Südkreuz-Projekt, bezieht sich auf andere biometrische Merkmale wie die Stimme, wie die Mimik, vor allen Dingen aber auch, wie wir Emotionen darüber vermitteln und wie man die automatisiert auswerten kann. Also wir gehen hier von einem Bereich aus, wo wir jetzt über automatisierte Gesichtserkennung reden, aber eigentlich über sehr viel mehr verschiedene Arten von Aufzeichnung und von Körpermerkmalen in der Zukunft. Darüber sollten wir sozusagen gleich mitsprechen, wenn wir über diese Art von automatisierter Körpermerkmalauswertung reden. Wir dürfen uns nicht verstecken hinter den Realitäten. Die Staaten der Welt sind die Geldgeber für diese biometrischen Systeme, auch Deutschland seit 15 Jahren. Fast niemand hat hier zur Kenntnis genommen, dass wir vor wenigen Tagen hier im Bundestag beschlossen haben, dass wir wiederum die Zwangsbiometrie, die Gesichts Bilder, die wir abgeben, hier per Gesetz geändert haben, sodass die jetzt überwiegend in den Ämtern aufgenommen werden. Fast niemand hat in Deutschland darüber diskutiert, dass wir 2007 eine Novelle hatten im Rahmen der Diskussionen in der Sachverständigenanhörung, dass wir ein
automatisierten Zugriff auf diese Biometriebilder haben, die jetzt ja seit 10 Jahren aufgenommen werden. Also Deutschland und ganz viele andere europäische Länder und darüber hinaus haben sich daran beteiligt und sind heute noch die größten Geldgeber und sind auch die größten Betreiber von Gesichtsdatenbanken. Sie erwähnten jetzt Clearview. Ja, das ist ein kommerzielles Unternehmen, die sich die Bilder von im Wesentlichen von Facebook geklaut haben. Und da wird sicherlich auch ziemlich hohe Strafen geben. Ich glaube, die werden ihr Geschäftsmodell so nicht fortführen können. Aber die eigentlich qualitativ guten Bilder hängen in den staatlichen Datenbanken rund um die Welt, die sich mit jedem Jahr vergrößern und die wir finanzieren. Ich sehe also die Verantwortlichkeit von Europa auch darin, das eigene Verhalten in Bezug auf die Körpermerkmalsmessung der eigenen Bürger zu verbessern, um auch Vorbild zu sein für andere Länder. Wir haben ein paar Beispiele in der schriftlichen Stellungnahme, wie die Pandemiesituation in einigen anderen Ländern dazu geführt hat, dass sich plötzlich automatisierte Gesichtserkennung auch übrigens mit der Erkennung von ethnischen Merkmalen kombiniert, jetzt ausbreitet, ohne eine Diskussion, weil die Angst in der Bevölkerung so groß ist. Also wir sehen hier ein riesiges Problemfeld. Da sollte sich aber auch die deutsche Regierung und fast kein anderes EU-Land wegducken dürfen angesichts ihrer eigenen Praxis. Ich rede mich schon wieder in Rage. Sie hätten noch eine halbe Minute gehabt, aber jetzt ist es zu spät. Prima, herzlichen Dank. Das war die erste Runde. Wir würden jetzt nahtlos übergehen in die zweite Fraktionsrunde. Ich schaue einmal zur Union. Frank Heinrich hat das Wort. 2 Minuten, das übliche Prozedere. Dankeschön. Also ich lerne viel dafür zu, auch wenn ich nicht sagen würde, dass ich Neuland vor diesem Thema gewesen wäre. Aber ich möchte auch an zwei von Ihnen noch mal Fragen stellen. Zum einen an Dr. Kettemann. Sie sagten ganz am Anfang Ihres Statements, dass Einfluss nehmen in den nächsten halben Jahr ganz besonders gut für uns ist, weil wir in der UN und im EU mehr Stimme haben als sonst. Da stimme ich überein. Was könnte das aber Ihrer Meinung nach sein? Und wenn Sie eine Priorisierung hätten, in welcher Reihenfolge würden Sie die denn vornehmen? An welchen Punkten wir da unseren Scheit ins Feuer legen würden, sollten? Und dann hätte ich noch die Frage... Herr Schwabe hat vorhin hier im Raum Frau Dr. Kurz, glaube ich, gefragt nach den Konventionen und ob das sinnig ist. Da würde ich gerne Ihre Meinung dazu wissen, inwiefern das in diesem Bereich überhaupt greifen würde. Und ich habe von einem Geschäftsmodell gehört, möglicherweise wirtschafts- und werbeunabhängig, solch ein Facebook europäisch oder national zu machen. Das ist immer noch die Frage, wie man das finanziert kriegt. Aber was halten Sie davon? Auf was müsste man Wert legen? Und eine Frage an Frau Dr. Schikupfer. Wir hatten Ihnen ja die Frage gestellt, welche Strategie nutzt die kommunistische Führung als digitale Supermacht? Ich würde gerne mal umdrehen. Welche Strategie raten Sie uns denn in dem Status quo, den China da jetzt nun mal auch hat, in dem Weltmarkt davon. Was sollen wir daraus ableiten? Wie sollten wir uns dazu stellen, abgleichen, auch abgrenzen? Und dann, wie könnten wir auf China auch politisch einwirken? Da kommen wir wieder auf diese Konventionen. Macht das Sinn? Hören die überhaupt darauf? Oder sind die schon so an dem Punkt überlegen, dass sie sagen, nee, wir müssen da was anders machen? Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Heinrich. Dann hat zunächst Herr Dr. Kettemann für 4 Minuten das Wort und dann geht es weiter. Vielen herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Heinrich, für die Fragen zu den Prioritäten. Ich würde Folgendes vorschlagen. Als allererstes würde ich gemeinsam mit Wirtschaftsministerium und Außenministerium dafür sorgen, dass der Bericht an den UNO-Generalsekretär zur Reform der Internet Governance, dass der viele effektive Vorschläge enthält, auch besonders mit einer verstärkten Rolle für die Beteiligung der Parlamente. Im letzten Internet Governance Forum in Berlin gab es zum ersten Mal einen Parlamentarier-Track, wo Mitglieder auch dieses Hauses zusammengearbeitet haben mit Mitgliedern des Internet Governance Forums und gemeinsam sich unterhalten haben über Modelle, da politische Weichenstellungen zu ermöglichen. Das heißt, erste Priorität, Rolle der Parlamente als Vehikel der demokratischen Legitimation in globale Prozesse hineinbringen. Wie soll das klappen in der Internet Governance?
Das sollten Sie in diesen Bericht noch über Außen- und Wirtschaftsministerium hineinbringen. Zweitens, der Sicherheitsrat, der ist jetzt gerade ein bisschen schaumgebremst aufgrund von Corona, aber auch dort ein Mainstreaming der Menschenrechte und ein Mainstreaming der digitalen Rechte durchführen. Im Menschenrechtsrat in Genf hat Deutschland wichtige Vorlagen schon in den letzten Jahren gehabt. Man denke nur an die berühmte Resolution zur Privatsphäre im Internet durch Brasilien und Deutschland nach den Snowden-Enthüllungen. Da wäre es jetzt an der Zeit, wieder Initiative zu zeigen und den Bereich der Privatsphäre durch eine neue Resolution zu betonen. Wir brauchen nicht eine neue UNO-Konvention über das Internet als solches. Wir brauchen auch keine neue UNO-Konvention über die Menschenrechte im Internet. Wir haben sehr gute bestehende Dokumente, die müssen wir effektiv umsetzen. Mein Vorschlag ist also nicht, nach neuen Konventionen zu rufen, sondern die bestehenden umzusetzen. Mit der einen Ausnahme, der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist dabei, ein Statement zu Vertrauen und Sicherheit im Internet vorzubereiten. Das soll nicht die Arbeit bestehender Normenkomitees in der UNO replizieren, sondern soll eine neue Richtung zeigen. Da sollte sich Deutschland beteiligen und durch die UNO-Mission in New York dem Statement für Vertrauen und Sicherheit im Internet das zu unterstützen und da auch rein reklamieren, eine starke Rolle für die Menschenrechte. Ich sehe kein Geschäftsmodell kein funktionables Geschäftsmodell für eine europäische oder eine deutsche alternative soziales Netzwerk. Viel klüger ist es hier, die guten Aspekte europäischer und deutscher digitaler Souveränität zu unterstützen, zum Beispiel die schon ausprobierte deutsche und europäische Cloud-Infrastruktur aufzubauen und zu verstärken, aber ein künstlicher Nachbau von Facebook, der klappt einfach nicht, genauso wenig wie eine künstliche europäische Suchmaschine. Das sollte eher eingewirkt werden auf die bestehenden Modelle und kleinere kompetitive Startups aus Deutschland und Europa sollten unterstützt werden. Und schließlich zu den Fragen und gute Beispiele, wie zum Beispiel etwa die Hessenbox, sollte hier verstärkt werden. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kettemann. Dann geht es weiter, 4 Minuten an Frau Dr. Schiekupfer. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, was können wir tun, beziehungsweise hört uns die chinesische Regierung überhaupt noch zu? Und damit möchte ich anfangen. Ich glaube, Kommunikationsstrategie ist hier ein ganz wichtiges Stichwort. Das klingt immer so schwammig, aber ist es nicht. Ich glaube, da können wir ganz viel machen. Zum einen, und das ist ja auch schon passiert, gerade auf politischer Ebene, nicht wie so ein Kaninchen vor der Schlange zu sitzen. Also keine blinde Anerkennung oder Anbetung für die grandiosen digitalen Technologien in China, die uns meilenweit voraus sind. Und wir in Europa sind im Prinzip gefangen zwischen China und den USA. Ja, wir müssen hier einiges nachholen, aber ich glaube, wegzukommen von dieser Schockstarre beziehungsweise einer blinden Anbetung, dass der Technologieeinsatz in China angeblich alle Probleme löst. Und das auch klar zu machen, kommunikativ im Austausch, gerade mit dem offiziellen China. Und auch, das ist ein zweiter Aspekt, kommunikationsstrategisch zur Kenntnis zu nehmen, dass es durchaus ja immer noch trotz Zensur kontroverse Debatten auch in China gibt, gerade was den ganzen Aspekt Privatheit und Datenschutz angeht. Das ist auch ein Argument, den man, glaube ich, gerade in offiziellen Gesprächen auch nutzen kann, um zu sagen, hört mal, wir sehen, es ist nicht so bei euch, dass eure Bürger sich nicht um den Schutz von privaten Daten kümmern. Gerade jetzt im Kontext von Covid-19 ist das wieder aufgekocht, diese Debatte in China. Ich glaube, das sollte man sehr viel stärker nutzen, auch als Argument, gerade gegenüber dem Vorwurf aus Peking. Das sind ja westliche, in Anführungszeichen, Prinzipien, die ihr da uns vortragt. Ein zweiter Aspekt ist die Frage der Reziprozität, tatsächlich auch beim Zugang und politischen Teilhabe. Chinesische Akteure nutzen die volle Bandbreite unserer öffentlichen Räume, unserer öffentlichen Meinungsbildung. Und natürlich können sie das auch
tun, wenn die entsprechenden, ja auch erwähnten strafrechtlichen Verletzungen da nicht stattfinden. Aber man sollte sie auch darauf hinweisen und das auch immer wieder ansprechen, dass unsere Akteure das eben im chinesischen Raum nicht können, dass wir nicht entsprechende Möglichkeiten haben zu kommunizieren und auch ins Gespräch zu kommen mit der chinesischen Gesellschaft beispielsweise. Und ein letzter Punkt, schon auch nach wie vor sehr wichtig, und das wird ja auch diskutiert und davon sollten wir nicht abrücken aus meiner Sicht, dass wir von einem Ausbau digitaler Infrastruktur durch chinesische Unternehmen in Europa nach wie vor Abstand halten sollten. Nicht jetzt primär aufgrund der technischen Aspekte, das ist sicherlich auch ein relevanter Bereich, aber auch vor allen Dingen aufgrund der politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen und dem Druck, den diese chinesischen Unternehmen ausgesetzt sind. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, da weiterhin sehr klar zu bleiben und wirklich auch, das ist ja auch angesprochen worden, auf europäische Lösungen zu setzen, beziehungsweise auch mit anderen Partnerländern da in liberalen Demokratien generell bei all diesen Fragen einfach auch stärker zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, durchaus auch nochmal stärker Taiwan da in den Blick zu nehmen. Jetzt auch ganz konkret Beispiel Covid-19, was da auch geleistet worden ist, was digitale Technologie eben auch in einer offenen und transparenten Kommunikationsgesellschaft leisten kann. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt für die AfD-Fraktion Herr Braun das Wort. 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich habe 2 Fragen, die ich an Herrn Steinhöfel richten möchte. Der erste Punkt ist, welche technisch implementierten Eingriffe in die Meinungsfreiheit bei den sozialen Medien gibt es? Was ist also da zum Beispiel automatisiert? Was ist da rein technischer Art? Zweiter Punkt, zweiter Komplex, es hat ja allgemeines Aufsehen auch in Deutschland natürlich erregt, dass Donald Trump am 28. Mai eine Durchführungsanordnung herausgegeben hat, die Zensur im Internet, genauer in den sozialen Medien, verhindern soll. Das ist ein Thema, was natürlich sehr spannend ist, weil es eben gerade in Amerika ja der Hauptsitz dieser sozialen Medien ist, die eine Monopolstellung oder eine Quasi-Monopolstellung genießen. Und da geht es dann darum, ob Meinungen falsch oder richtig bewertet werden. Die Twitter hat, das ist ein entscheidender Hintergrund dabei, hat die Chinesin Fei Fei Li in den Board of Directors übernommen. Und diese Dame war vorher in China für Google tätig und hat dort der Kommunistischen Partei Chinas sich angedient mit einer regimekonformen Version für Google in China. Das heißt also, Twitter ist da auf einem Weg, der eben nicht gerade in Richtung Demokratie, sondern in Richtung Unterdrückung der Meinungsfreiheit geht. Tja, und da ist die Frage an Sie, wie bewerten Sie das sogenannte Faktenchecken oder Faktenfinden, was ja sehr in Mode ist, dass Leute, auch die gar keine Ahnung von dem jeweiligen Gebiet haben, behaupten, sie könnten jetzt beurteilen, was richtig und was falsch ist. Herr Steinhöfel, Sie haben das Wort. 4 Minuten. Und Gott sei Dank eine Stoppuhr dabei, denn das ist viel. Ich fange mal mit Donald Trump an. Also was da geschehen ist, es hat ja vielerlei Applaus herbeigeführt, dass Faktencheck erstmals bei Twitter durchgeführt wird bei Donald Trump. Dagegen ist ja auch grundsätzlich gar nicht zu sagen, wenn das geschieht. Nur ist das rechtliche Problem in den USA folgendes, dass die Netzwerke, dass sie keine Publisher sind im Sinne von New York Times, Washington Post. Wenn die anfangen, redaktionell zu arbeiten, verlieren sie ein Haftungsprivileg und dann ist praktisch die Existenz dieser großen sozialen Netzwerke in den USA gefährdet. Zuckerberg hat ja am selben Tag oder innerhalb der nächsten 24 Stunden sofort klipp und klar gesagt, wir sind nicht diejenigen, die über richtig oder falsch unterscheiden sollten. Was wir in Deutschland machen können, nämlich klagen als Bürger, als Nutzer, geht in den USA nicht, weil die Rechtsprechung dort sagt, das sind non-governmental actors und die First Amendment Rights, also die Meinungsfreiheit in den USA, können nicht von Bürgern geltend gemacht werden. Section 230 ist, das ist die einschlägige Regelung, die besagt, wenn Twitter anfängt, Faktencheck zu machen, dann werden sie Publisher, dann ist das Haftungsprivileg weg. Und der zweite, und deswegen wird das wahrscheinlich nicht durchgezogen werden können. Der zweite Aspekt ist, wenn Sie es bei Trump machen, wogegen ich gar nichts habe, dann sollen Sie es vielleicht auch machen bei Khamenei, wenn er sagt, ich rufe dazu auf, Israel dem Erdboden gleich zu machen. Faktencheck dann bitte überall, auch bei der chinesischen KP und so weiter und nicht nur bei Donald Trump, weil Sie den nun mal nicht lieb haben. Das ist dann eine Diskriminierung, die nicht angeht, wenn alle oder keiner. Automatisches Löschen.
Ich habe mich gefragt, ob ich weinen soll oder nicht oder lachen soll, als ich festgestellt habe, dass oder erfahren habe, dass Facebook jemanden 30 Tage sperrt, weil er ein Smiley gepostet hat. Oder ein Gemälde, das in Wien im Museum hängt, Bruegel, der Ältere, der Bauerntanz, wo aber auch nicht mal ein nacktes Bein zu sehen ist, doch das vielleicht noch so gerade. Wenn das ein menschliches Wesen macht, kann man nur die Hände im Kopf zusammenschlagen. Wenn das künstliche Intelligenz macht, ebenfalls. Dann funktioniert sie überhaupt nicht. Überhaupt. Ich hatte das schon eingangs kurz erwähnt, nachgewiesen in Prozessen ist, dass es ein automatisiertes Löschen von Links zum Fokus gab. Nachgewiesen ist bei YouTube beispielsweise, dass durch bloße Denunziation ohne Prüfung des Inhalts gelöscht wurde und erst hinterher der Fehler korrigiert wurde. Das ist natürlich dann die Möglichkeit des politisch jeweils anders Positionierten, damit Inhalte aus den Netzwerken zu entfernen, ohne dass das Netzwerk vorher prüft, ob das überhaupt begründet ist. Es ist ein Jahr her, dass ich hier im Rechtsausschuss gesagt habe, wir führen jetzt einen Prozess gegen die Faktenchecker. Und ein Jahr später war dann das Urteil des OLG Karlsruhe da, das, glaube ich, eine Zeitenwende einführen wird für die Faktenchecker. Grundsätzlich eine wunderbare Idee. Niemand hat ein rechtliches oder sonstiges Interesse daran, unwahre Tatsachen zu publizieren und zu verbreiten. Das versteht sich von selbst. Die Frage ist nur, wer soll in unserer Gesellschaft darüber entscheiden, was richtig und was falsch ist? Und Faktenchecker, die selber keinerlei Kontrolle unterliegen, sind sicher nicht die richtigen. Das ganze Instrumentarium des Faktenchecken ist diskreditiert, weil wenn man gegen sie vorging, bislang war es so, dass man da praktisch keine strukturierten Widerspruchsmöglichkeiten hatte. Das OLG Karlsruhe hat das jetzt, und die Folgen waren auch enorm, das ist auch ganz wichtig, wurde ein Beitrag getaggt, 80% Reduktion der Reichweite, Werbung war nicht mehr möglich, die Löschung der Inhalte des Profils drohte und eine Diskreditierung natürlich, wenn ein Faktenchecker sagt, das ist falsch, was du da gesagt hast. Das OLG Karlsruhe hat das als grundsätzlich problematisch angesehen und sprach in dem Urteil von einer nicht mehr hinzunehmenden Herabsetzung der journalistischen Leistung der Klägerin. Das ist ein Oberlandesgericht und zwar eines der renommiertesten in Deutschland. Die Zeitenwende besteht darin, dass jetzt jeder Faktencheck einer wettbewerbsrechtlichen Kontrolle unterliegt. Und das heißt, immer dann, wenn eine Meinung, da war es ganz konkret sogar nach Meinung der Beklagten korrektiv, wir haben eine Meinung gefaktencheckt, was ja vor dem Hintergrund von Artikel 5 vollkommen absurd ist. Man kann Tatsachen prüfen, aber nie Meinung. Dort wurde eine Meinung degradiert durch einen Faktencheck und damit hat es jetzt ein Bewenden. Danke. Vielen Dank. Dann hat Herr Schwabe nun für die SPD-Fraktion das Wort. 2 Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss noch mal Frau Dr. Kurz und Frau Rohrbach fragen. Ganz kurz, das Thema Whistleblower-Schutz ist ja angesprochen worden. Welchen Regulierungsbedarf sehen Sie denn da eigentlich? Was müsste man eigentlich machen? Auch da würde ich wieder fragen, was braucht es eigentlich international? Es gibt ja durchaus das eine oder andere, beim Europarat wiederum. Was braucht es an Gesetzen zum Schutz von Whistleblowern? Wo müssen wir da im Bundestag entsprechend agieren? Und das Thema Gesichtserkennung, Spionagesoftware und anderes ist ja vielfach angesprochen worden. Ich überlege die ganze Zeit, wie man das abgrenzt und wie man das wiederum auch organisiert. Also wenn man zum Beispiel ein Haus jetzt bauen würde, kann man das ja so bauen, dass man schon mit Gesichtserkennung, Augen oder am Gang erkennt, ob die Tür öffnet oder nicht öffnet. So, und natürlich kann man das für alles Mögliche verwenden, in nicht guten Kontexten. Also wo ist denn da wiederum die Grenze und wie macht man das, wenn die Dinge ja entwickelt werden, technologisch möglich sind, wie verhindert man, dass sie missbraucht werden und könnten sie vielleicht im deutschen oder auch internationalen Kontext nochmal sagen, welche Unternehmen dort besonders unterwegs sind und wo sie finden, dass es bestimmte Verhaltensweisen und Exportgeschichten gibt, die wir hier kritisch beleuchten sollten. Herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt mit Frau Dr. Kurz anfangen und dann zu Frau Rohrbach übergehen. 4 Minuten. Ich fange mal hinten an bei der Gesichtserkennung nochmal. Ich glaube, das Beispiel von Clearview, worüber ja international viel gesprochen wurde, ist so in Europa, denke ich, nicht möglich. Da greifen schon die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, so ein Geschäftsmodell könnte man hier schlicht nicht aufbauen. Der große Markt, der sich in den letzten also 15 Jahren bei Gesichtserkennungssystemen auch von europäischen Herstellern gebildet hat, sind in der Regel staatliche Systeme und sehr viel im Bereich von Flughäfen. Also da sind sozusagen die wesentlichen Marktakteure zu finden in dem Bereich Gesichtserkennung.
Dadurch, dass am Anfang die Fehlerquoten relativ hoch waren, hat sich erst nach einigen Jahren da so richtig ein profitabler kommerzieller Markt, der aber nicht im Bereich Sicherheit, sondern eher im Bereich Convenience zu sehen ist, gebildet. Das sehen wir heute auf unseren Smartphones, ja, wo es nicht wirklich um Sicherheit geht, sondern wo es darum geht, dass man bequem sein Handy entsperrt. Aber die Bereiche würde ich schon mal trennen wollen. Also ob ich jemand identifizierend im Sinne einer staatlichen Entität aus einer Masse von Passanten erkennen kann mit einem System oder ob jemand auf seinem privaten informationstechnischen Geräten so ein Gesichtserkennungssystem hat, würde ich schon auch qualitativ gerne trennen wollen. Man sieht ja auch in diesem kommerziellen Bereich, diesem Convenience-Bereich, dass die Firmen, die vor allen Dingen in der Hardware bei Mobiltelefonen anbieten, das nicht mehr richtig als Sicherheitsfeature, sondern eher als Bequemlichkeit bewerben, so würde ich es mal nennen. Ich habe deshalb vorhin so stark betont, dass die Gesichtserkennung und der ganze Markt dafür durch staatliche Gelder getrieben wird, schlicht weil die verschiedenen europäischen Staaten, aber mittlerweile auch weltweit in diesem Bereich so stark investieren. Der ganze Bereich hätte so stark nicht sein können, weil auch die Ergebnisse der Software von automatischer Gesichtserkennung verhältnismäßig schlecht waren über viele Jahre. Es gibt eine Metastudie, die wir auch in der schriftlichen Stellungnahme erwähnt haben, wo 200 Gesichtserkennungssoftware-Systeme getestet wurden und die Ergebnisse sind auch immer noch verhältnismäßig schlecht. Vor allen Dingen zeigen sie aber einen Aspekt, der für die Menschenrechte interessant ist, nämlich eine inhärente Diskriminierung. Also diese Systeme sind vielfach für bestimmte Menschengruppen schlicht immer diskriminierend. Und das wird natürlich bei einer automatisierten Gesichtserkennung zu einem Riesenproblem. Wenn Sie also jeden zweiten Tag, weil Sie über einen bestimmten Bahnhof pendeln, rausgezogen werden, weil Sie einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten Altersgruppe oder so was angehören, dann haben Sie natürlich ein dauerhaftes Problem der Diskriminierung. Und die finden sich leider in dieser NIST-Studie, das ist ein amerikanisches technisches Standardisierungsinstitut, die diese Tests gemacht haben, leider immer wieder. Das liegt an der Art, wie diese Software heute hergestellt wird. Und ich habe vorhin schon darauf verwiesen, die Gesichtserkennung ist eben nur ein Teil des Problems. Das wird sich ausweiten auf andere Körpermerkmale. Es gibt mittlerweile Systeme, die sich nicht nur auf ein biometrisches Körpermerkmal, sondern eben auch auf zwei oder mehrere beziehen oder die auch noch andere Daten, etwa von dem Mobiltelefon, was derjenige in der Tasche hat, mit auswerten. Oder die eben eine Gesichtserkennung machen, nicht in Bezug auf die biometrische Wiedererkennung und Identifizierung, sondern die versuchen auch eine Emotion aus dem Gesicht auszulesen. Also zum Beispiel, ob jemand entspannt und fröhlich ist oder vielleicht nervös und gestresst. Solche Formen von Erkennung halte ich für auch ethisch enorm fragwürdig, aber technisch eben machbar mittlerweile. Klar, die Fehlerquoten sind hoch und viel wird über die Funktionsfähigkeit von diesen Systemen immer gesprochen, aber die Bedrohung für normale Passanten ist einfach mittlerweile technisch gegeben, weil die Fehlerquote eben nicht mehr so hoch ist, dass man die in Bausch und Bogen verdammen kann. Weswegen wir uns auch also dem EU-Moratorium, da hätten wir uns sehr gefreut, wenn es kommen würde. Es wäre sehr schön, wenn die deutschen Initiative auf europäischer Ebene für das Verbot von einer automatisierten, massenhaften Gesichtserkennung beschließen würden. Gleiches ist aber schon gesagt worden, würde ich mir wünschen, den Bereich des Exports auf diese automatisierte Gesichtserkennung zu erweitern. Herzlichen Dank. Frau Rohrbach, jetzt haben Sie das Wort. 4 Minuten. Danke. Ja, also eine wichtige Unterscheidung hatte Constanze genannt. Ich würde die nochmal weiter ausführen. Also ist es richtig. Es gibt natürlich sehr viele, und ich sehe gerade, ich habe mein Video nicht an, das mache ich noch schnell, sehr viele und auch sehr viele legitime Anwendungen von Gesichtserkennungstechnologie. Deswegen hatte ich in meinem Eingangsstatement das Problem, dass ich mir überlegt habe, in diesen knappen 5 Minuten muss ich wirklich jedes Mal identifizierende Automatisierte im öffentlichen Raum dazu sagen und habe es dann trotzdem mich bemüht, das zu machen, um eben diese Differenzierung vorzunehmen. Grob gesagt kann man Gesichtserkennung in zwei verschiedene Funktionen unterteilen, die authentifizierende oder verifizierende, die im Grunde die Frage beantwortet, ist das die Person, die sie vorgibt zu sein? Das macht zum Beispiel ein Smartphone, das mit so einem Gesichtslog arbeitet. Oder das macht auch eine Grenzkontrolle am Flughafen, bei der man statt den Personalausweis einer Person vorzulegen, das einer Maschine vorlegt, die dann 1:1, also für dieses Gesicht, ein exaktes Match sucht. Da sind normalerweise keine weiteren Personen betroffen. Und in den meisten Fällen lässt sich der
lässt sich der Kontext auch umgehen, indem man da aufgefordert wird zu dieser Art von Gesichtskontrolle. Es ist auch relativ klar, dass das gerade passiert, während andere Gesichtserkennung ja auch verdeckt eingesetzt werden kann. Deswegen halten wir die für menschenrechtlich weniger problematisch. Ich würde auch nicht sagen, dass in einer Exportkontrolle und ganz, ganz sicherlich nicht in einem Verbot oder Ähnlichem diese Art von authentifizierender oder verifizierender Gesichtserkennung eine Rolle spielt. Die identifizierende hingegen, die beantwortet quasi die Frage, wer ist diese Person und kann eben anlasslos im öffentlichen Raum eingesetzt werden, um die Gesichter von allen Menschen zu scannen, die vorbeigehen und dann zu schauen, sind einige davon vielleicht in einer Liste von Fotos, die ich hier habe, mit gesuchten Kriminellen oder auch gesuchten Oppositionellen, je nach Kontext. Und die hat dieses Problem der Anlasslosigkeit, dass eben sehr viele Personen, die sich einfach nur zufällig im öffentlichen Raum aufhalten und die auch nicht rausgefiltert werden können, weil das ist ja nun mal ein konstituierendes Merkmal öffentlicher Räume, dass da ganz viele Leute vorbeigehen und mit analysiert werden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch festgestellt in seinem Urteil zum Kfz-Scanning, auch wenn ein Kfz-Kennzeichen in diesem Fall, also etwas noch vergleichsweise harmloses im Gegensatz zu meinem Gesicht, nur durch das Scanning-System durchläuft, analysiert wird und dann möglichst schnell wieder gelöscht, war das trotzdem ein Eingriff. Und genauso gilt das auch für unsere Gesichter. Auch wenn wir quasi nur durchlaufen, analysiert werden, dann aber auch die zukünftigen Entscheidungen des Algorithmus, der lernt ja, mit beeinflussen und dann wieder gelöscht werden, war das trotzdem ein Eingriff und hat diese Auswirkungen wie beispielsweise Chilling-Effekte. Die Hersteller selber nehmen solche Unterscheidungen vor, also die Thales Group zum Beispiel, ein sehr großer Hersteller, da habe ich, glaube ich, das erste Mal diese Unterscheidung gelesen. Die sind in der Lage, ihre eigenen Technologien entsprechend zu kategorisieren. Und deswegen denke ich, dass es, ja, es ist eine Herausforderung, aber mit etwas Einsatz und auch Information der Hersteller möglich sein müsste, Regularien entsprechend zuzuschneiden, dass eben die eine Gesichtserkennung zum Beispiel einer Exportkontrolle unterliegt oder sogar verboten wird und die andere eben als harmlos eingestuft. Konstanze Kurz hatte gesagt, nicht im Bausch und Bogen verdammen, weil die Fehlerquote ja auch schon besser wird und über die diskriminierenden Effekte gesprochen. Das stimmt, die Fehlerquote wird rapide schnell besser, weil die Algorithmen von Gesichtserkennung an immer diverseren Sets mittlerweile auch trainiert werden. Trotzdem muss man sagen, dass es einen Diskriminierungsaspekt gibt, der ist da quasi der Technologie inhärent und den wird man nie rauskriegen. Nämlich das Risiko, dass Gesichtserkennung gezielt gegenüber Menschen mit in der Antidiskriminierungsgesetzgebung geschützten Merkmalen eingesetzt wird, weil die sich ja nun mal gerade im Gesicht niederschlagen, wie zum Beispiel Ethnie, Alter oder Geschlecht. Das sehen wir zum Beispiel in China, wo der Hersteller Hikvision seine Gesichtserkennungskameras gezielt damit beworben hat, dass sie zwischen Uiguren und Han-Chinesen unterscheiden könnten. Das wurde dann später wieder gelöscht von der Webseite. Ist auch relevant, weil ja Gesichtserkennung ein wichtiger Baustein des Überwachungssystems gegenüber den Uiguren ist. Vielen Dank, Frau Rohrbach. Als nächster hat der Kollege Peter Heidt für die FDP das Wort. 2 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde auch mich an Frau Kurz und Frau Rohrbach wenden. Ich will noch mal ein bisschen sozusagen anschließend an den Kollegen Schwabe so dieses Spannungsfeld aufgreifen, was es natürlich da gibt. Wir haben einen Rechtsstaat wie die Bundesrepublik und wir haben Unrechtsstaaten. Und zwischen China und der Bundesrepublik gibt es ja dann auch dazwischen noch ein breites Spannungsfeld. Wir haben die KI, die auf uns zukommt, die ja auch immer noch neuere Möglichkeiten uns gibt. Und Sie, die Problematiken, die Sie aufgeschrieben oder auf jetzt hier immer gesagt haben, genauso durchaus. Problem ist ja natürlich, ich schaue jetzt mal Videoüberwachung mir an. In Hessen wird jetzt dieser Tage beschlossen werden, ich glaube 200 Millionen für flächendeckendes Videoüberwachung. Und das ist so meine Frage. Wie können wir, Sie haben ja zu Recht geschrieben, Menschenrechtsrisiken durch Gesichtserkennung betrifft gerade auch marginalisierte Gruppen. Aber wie können wir als demokratischer Rechtsstaat damit umgehen? Ein komplettes Verbot, ein Stopp dieser Entwicklung dieser Technologien ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Und wenn das Darknet nochmal anspricht, dann haben wir natürlich auch das Problem, Sie sagen zwar, es gibt weniger, aber ich habe aus meiner eigenen beruflichen Praxis schon auch immer wieder festgestellt, gerade BTM ist da ein Bereich, wo da was passiert. Und deshalb
da würde ich ganz gerne von Ihnen noch ein paar Informationen kriegen, die uns vielleicht auch helfen, dann hier wirklich die richtigen Wege einzuleiten. Und vielleicht noch an Frau Röhrbach die Frage, Sie hatten im Internet gesagt, Internet-Shutdowns sind sehr problematisch und die daraus folgende Menschenrechtsverletzungen. Und vielleicht können Sie noch ein bisschen näher aufzeigen, wie wir in Deutschland da in diesem Bereich aktiver vorgehen könnten und uns noch besser gegen diese Internet-Shutdowns zu wehren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Haidt. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich würde wieder umgekehrt starten. Dann wechseln Sie sich quasi ab. Frau Rohrbach, Sie haben das Wort. 4 Minuten und dann Frau Dr. Kurz. Vielen Dank. Also das Erste war ja die Frage nach, was können wir denn tun jenseits des Verbotes, wenn es nun mal jetzt über Videoüberwachung und auch Gesichtserkennung irgendwo geben soll. Also Sie werden natürlich jetzt von mir nichts anderes mehr hören, als dass eben diese... Oh. Frau Rohrbach, wir können Sie gerade nicht verstehen. Ich glaube, das Mikrofon ist ausgeschaltet. Vielleicht starten Sie einfach noch mal. Jetzt bin ich jetzt da. Jetzt sind Sie zu hören. Starten Sie einfach noch mal von vorn. Okay, vielen Dank. Also, was eben diese anlasslose Überwachung, Gesichtserkennung, auch Videoüberwachung im öffentlichen Raum angeht, da werden Sie von mir jetzt keine andere Empfehlung bekommen, als das eben generell nicht anzuwenden, weil es unverhältnismäßig ist. Und weil es ja auch dieses Problem der sogenannten Mission Creeps gibt, wenn wir Anwendungsfälle in manchen Fällen zulassen, das wissen wir aus dem Beispiel Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, dann gibt es sehr schnell den Willen, auch immer mehr andere Anwendungsfälle, die wirklich nicht mehr verhältnismäßig sind, zuzulassen. Trotzdem gibt es natürlich legitime Anwendungen von Gesichtserkennung, die eben nicht diese identifizierende anlasslos im öffentlichen Raum ist. Und ja, da gibt es etwas, was wir tun können, um die Diskriminierungseffekte, die wir genannt hatten, zu verbessern. Darauf, so habe ich Ihre Frage verstanden. Das eine ist ja, die Gesichtserkennung ist diskriminierend wegen dieses sogenannten Historic Bias. Also die Algorithmen sind trainiert an den Daten, die sie gefüttert bekommen haben. Und die sind eben wenig divers. Die kann man diverser gestalten und dann wird auch der Algorithmus weniger diskriminierende Effekte zeigen. Das passiert auch schon. Also gerade die teureren Systeme können das mittlerweile schon rapide besser. Das andere ist, es gibt ein, ich glaube, es heißt Computer Bias, das heißt bei denjenigen, die solche Systeme einsetzen, zum Beispiel Polizeibehörden, aber auch wir alle, wir haben diesen psychologischen Effekt, dass wir das Ergebnis eines Computers für besonders objektiv und glaubwürdig halten, obwohl es das nicht unbedingt ist, manchmal sogar im Gegenteil. Und Menschen darüber aufzuklären, dass es diesen Bias gibt, ermöglicht es ihnen dann, das Ergebnis, das ihnen das System gegeben hat, zum Beispiel in der Polizeibehörde, noch einmal zu überprüfen und kritisch zu checken. Dann ist es so, dass öffentliche Stellen unseres Erachtens keine Algorithmen einsetzen sollten, in die nicht hineingeschaut werden kann, deren Ergebnis man gegebenenfalls nicht erklären kann, weil diese Opakheit beim Einsatz durch die öffentlichen Stellen zu vielen Problemen führt, auch beim Recht auf ein faires Verfahren dann zum Beispiel. Und wir sind der Meinung, dass die Hersteller der Technologien, die verwendet werden von zum Beispiel Polizeibehörden, zu einer Transparenzanzeige verpflichtet werden sollten, dass sie quasi, der Algorithmus sollte mit so einer Art Warnzettel kommen. So wurde er trainiert, so funktioniert er und das sind möglicherweise die Fehler, die er machen könnte. Und wenn das der Fall wäre, dann wären diejenigen, die solche Systeme einsetzen, auch schon möglicherweise in der Lage, ganz anders damit umzugehen. Die andere Frage bezog sich auf die Shutdowns. Also wir können sie natürlich aus Deutschland heraus nicht verbieten, weil wir führen sie ja erfreulicherweise nicht durch. Wir können uns natürlich international auf UN-Ebene durch zum Beispiel die von Herrn Kettemann angesprochenen Resolutionen dagegen einsetzen, auch versuchen vielleicht darüber ein Vertragswerk in Gang zu bringen. Eine andere Sache ist, wie können die Menschen vor Ort Shutdowns umgehen? Auch partielle Sperren. Und da spielt natürlich dann wieder Tor eine Rolle. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema des Darknet-Paragraphen. Deutschland ist das Land, wo die meisten Leute sich engagieren für Tor und die meisten Tor-Knoten betrieben werden. Das heißt, wenn Deutschland Tor kriminalisiert, als das Land, was am stärksten Infrastruktur weltweit zur Verfügung stellt, hat das weltweite Auswirkungen. Herzlichen Dank. Dann schließt, glaube ich, Frau Dr. Kurz nahtlos an. 4 Minuten.
Nee, die Torfrage war gar nicht für mich, aber ich stimme natürlich sehr zu. Ja, tatsächlich sind die Deutschen mit Abstand die stärksten Aktivisten in diesem Tor-Netzwerk und übrigens auch der CCC und nicht wenig stolz. Ich will nur was zur Gesichtserkennung sagen. Also Frau Robach hatte diese Unterscheidung gemacht mit den identifizierenden Verfahren vor allen Dingen. Mir geht es um einen anderen Aspekt, den ich vorhin versuchte zu betonen, nämlich vor allen Dingen, Sie haben in der Frage auch kurz angesprochen, dass man automatisierte Entscheidungen trifft mit diesen Systemen. Also ob zum Beispiel Gesicht von bestimmten Menschen, die man dabei aufzeichnet, wenn man eben anlasslos Passanten filmt und auswertet, dass die in Datenbanken landen. Oder vielleicht, wie das oft an Flughäfen oder so ist, sofort eine Reaktion erfolgt. Also dass eine Form von automatisierter Entscheidung dabei ist, die war für uns das qualifizierende Merkmal, ein Verbot zu fordern. Aber für mich wäre das Verbot nicht das Einzige. Ich möchte selbstverständlich keine anlasslose Gesichtsmassenüberwachung in Deutschland oder in Europa, sondern wir würden auch fordern, dass sich die europäischen Staaten und vor allen Dingen Deutschland in den Ländern, wo das bereits passiert, und zwar flächendeckend und ohne Diskussion, weil diese Form von öffentlicher Diskussion wie bei uns gar nicht gibt, dass wir uns dafür einsetzen, dass das zurückgebaut wird und die Techniken, die dafür aus dem Westen kommen, dafür nicht mehr verwendet werden dürfen. Das ist nicht immer so, wenn man jetzt zum Beispiel nach China blickt, dass sie nicht auch ihre eigenen Hersteller hätten. Also sie müssen nicht unbedingt mehr zurückgreifen auf westliche Softwareprodukte. Aber soweit der Fall ist, würde ich das auf jeden Fall auch als Forderung haben wollen. Also das Verbot der massenhaften, automatisierten Gesichtserkennung hier ist eine Sache, aber sich dafür einzusetzen, dass es anderswo nicht noch mehr Ausdehnung findet oder eben wieder rückgebaut wird, wäre ein zweiter Punkt. Ich möchte außerdem, was Frau Robach sagte, noch unterstützen in Bezug auf die Stellungnahme, die der Anwaltverein hier in Deutschland zu der automatisierten Gesichtserkennung gemacht hat. Ich denke, die haben auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nochmal die relevanten Urteile rausgesucht und sehr klar gemacht, dass wir hier von einer anlasslosen Überwachung reden, gegen die man sich übrigens tatsächlich nicht wehren kann, weil die wenigsten tragen ja, wenn man jetzt mal von Pandemiezeiten absieht, irgendeine Gesichtsverdeckung. Und selbst die, wie wir gelernt haben, da passen sich die Softwarehersteller schon an, wird teilweise oder versucht zumindest zu kompensieren, indem man eben nur bestimmte Bereiche des Gesichts, eben die Augen, versucht zu benutzen in der Softwareanalyse. Einen letzten Bereich will ich noch nennen, der damit zusammenhängt, der hier noch nicht viel, der aber mit der automatisierten Gesichtserkennung stark zusammenhängt, das ist das sogenannte Predictive Policing. Wir sehen eine ganze Reihe große Testprojekte kommerzieller Natur, also die an Polizeien in großen Städten verkauft werden. Die sind teilweise auch schon wieder zurückgerollt worden, in den USA etwa. Aber da wird es auch darum gehen, dass diese automatisierte Erkennung in andere Analyseprodukte zum sogenannten Predictive Policing eingebaut wird. Das ist auch schon geschehen. Das wird also auch vor allen Dingen von der Firma Palantir angeboten. In Hessen wird es ja, oder sollte ja, ein Teil dieser Software der Verwendung finden. Da müssen wir also auch noch darauf achten, die Gesamtüberwachungsrechnung eben nicht nur auf diese Erkennung von Körpermerkmalen zu beziehen, sondern auch noch auf alle anderen Daten, die dazukommen, etwa Äußerungen in Social Media, Daten von Mobiltelefonen oder eben der Zugriff auf Polizeidatenbanken und eine Historie von Daten, die da bereits gespeichert ist. Also hier ist ein großes Problemfeld, wo es auch um alltägliche Äußerungen geht und nicht nur sozusagen die Gesichtserkennung als, ja, als alleinstehendes System benutzt wird, sondern inkorporiert wird in größere Überwachungs- und Kontrollsysteme. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt der Kollege Brandt für die Linke das Wort. 2 Minuten. Ja, erstmal auch von mir vielen Dank für Ihre Stellungnahme und für die wirklich sehr interessante Debatte, die sich jetzt hier auch gerade daraus entspinnt. Ich habe noch eine Frage an, oder mehrere Fragen, kleinere Fragen an Frau Rahman, und zwar haben wir schon so über den Schutz von Whistleblowern gerade gesprochen. Mir geht es aber noch mal ein bisschen erweitert. Menschenrechtsverteidigerinnen generell, die Repression und Überwachung ausgesetzt sind, einfach auch durch eben die technologischen Methoden, die es dafür mittlerweile gibt. Was wäre denn für uns auch noch mal hier ein Arbeitsauftrag? Was wäre zu tun, um Menschenrechtsverteidigerinnen generell international besser schützen zu können? Wo könnte man da ja, von politischer Ebene hier, auch von Seiten der Bundesregierung, einfach anders agieren und auch reagieren? Angeschlossen daran an Frau Rohrbach vielleicht einmal die Frage, glauben Sie, dass vielleicht ein Lieferkettengesetz, was bestimmte Sorgfaltspflichten einfach vorschreibt, eine Möglichkeit wäre, um einfach Export von Sicherheitstechnik, die woanders missbraucht wird, vorzubeugen? Würden Sie glauben, dass darin eine Chance besteht?
Und einmal noch vielleicht auch an beide die Frage, wir haben jetzt natürlich viel über Gefahren gesprochen, was diese Technologien mit sich bringen. Ich würde ganz gern vielleicht noch einmal zumindest kurz auch auf Chancen eingehen, beziehungsweise Ihnen die Chance geben, auf Chancen einzugehen, wo denn vielleicht für Menschenrechtsverteidigerinnen, generell vielleicht auch für marginalisierte Gruppen durch solche Technologien und Möglichkeiten auch eine Chance besteht, Menschenrechte vielleicht durchzusetzen, sich anders zu vernetzen und anders zu kommunizieren. Dankeschön. Herzlichen Dank. Frau Rahmann, dann haben Sie 4 Minuten das Wort. Ja, vielen Dank für die Fragen. Also erstmal zur ersten Frage, was können wir machen, um Menschenrechtsverteidigung besser zu schützen? Ich glaube, wir brauchen eine Kombination von Lösungen auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, auf politischer Ebene nicht zum Problem der digitalen Überwachung beizutragen in Deutschland. Also wie die Kollegen schon gesagt haben, zum Beispiel mit der Überwachungstechnologie von Deutschland, die von deutschen Unternehmen entwickelt oder verkauft werden. Ich glaube, wir sollen ein strikt Exportverbot oder Exportkontrolle von Überwachungstechnologie haben. Zweitens, ich glaube, das war auch schon ein bisschen gesagt, aber bessere Unterstützung für Open-Source-Software oder verschlüsselten Software, die Menschen sich selbst gegen Überwachung schützen können oder benutzen können, zum Beispiel der Tor-Browser oder andere Verschlüsselungstechnologie wie Signal Messenger oder SecureDrop. Wie ich glaube, Negat schon gesagt hat, auch, dass Deutschland ist oft genommen als gutes Beispiel gutes Beispiel für andere Länder. Also ich glaube, das ist sehr wichtig und man muss das auf politischer Ebene erinnern und deswegen nicht nur zum Beispiel nicht Urheberrecht als Vorwand für die Zensur von Informationen nehmen und auch nicht nur als Verteidigungsseite nehmen, aber auch die Denken an die Stärkung von Transparenz und Informationsfreiheitsgesetzen denken. Über marginalisierte Gruppen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu. War das die Frage? Ja. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu diese Leute zu zuhören, was sie wollen und was sie brauchen. Man kann nicht über diese marginalisierte Gruppen erstmal reden, ohne wirklich zu verstehen, was die Hindernisse für Teilhabe sind, dass sie sehen. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, die strukturelle Diskriminierung oder strukturelle Rassismus ist ein sehr gravierendes Problem in der deutschen Gesellschaft. Ich finde das erstmal wichtig, wirklich zuzuhören, was diese Menschen wollen und brauchen. Und es gibt so viele potenzielle Gründe, warum Teilhabe schwer ist für diese Gruppen, zum Beispiel Infrastruktur, Internetzugang, wie Negat schon gesagt hat, die Digital Gender Gap, bis zu die Erfahrung, dass sie haben auf digitale Plattformen. Schwer zu sagen mit Empfehlungen, aber ich würde sagen, erstmal wirklich zuhören, was sie wollen und was sie brauchen und dann auch, dass diese Gruppen die Macht geben, dass sie wirklich entscheiden, selbst entscheiden kann. Danke. Herzlichen Dank. Dann hat Frau Rohrbach das Wort. 4 Minuten. Ja, danke schön. Ich glaube tatsächlich, ich mache auch wieder das Video an, ich glaube tatsächlich, dass das, was wir im Moment unter dem Stichwort Lieferkettengesetz diskutieren, dass das total unterschätzte positive Auswirkungen auch hätte auf den gesamten Bereich Digitalisierung und Menschenrechte. Deswegen, so catchy er ist, bin ich manchmal nicht ganz glücklich mit dem Begriff Lieferkettengesetz und würde Sorgfaltspflichtengesetz bevorzugen, weil er mehr zeigt, dass es auch über Lieferketten hinausgeht. Tatsächlich sind ja im Bereich Digitalisierung und Menschenrechte und Risiken und Chancen da fast immer private Unternehmen beteiligt. Dadurch zeichnet sich der Bereich ja wirklich aus. Also mit den seltenen Ausnahmefällen, dass Staaten das wirklich vollständig selber entwickelt haben, was vielleicht bei sehr kritischen
Technologien oder Infrastrukturen manchmal der Fall ist, ist ja eigentlich fast immer ein privates Unternehmen beteiligt. Und wenn diese privaten Unternehmen angehalten wären, entlang der UN-Leitlinien eben diese Sorgfaltspflichten umzusetzen, glaube ich, dass das sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlagen würde, wie man das so sagt. Von dem Bereich Hassrede im Internet, der zum Beispiel ein typisches Risiko für Social-Media-Plattformen wäre, über KI, allem Unternehmen wird ja angehalten, sich Gedanken darüber zu machen, welche spezifischen Risiken einhergehen menschenrechtlicher Art mit ihrer Arbeit und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Deswegen auch unser Vorschlag, und das stand ja auch mal ernsthaft zur Debatte, jetzt leider nicht mehr, im aktuellen Kommissionsvorschlag, dass in der Dual-Use-Reform für den Export von Überwachungstechnik Sorgfaltspflichten für die exportierenden Unternehmen dabei sein sollten. Generell aber auch ein allgemeines Sorgfaltspflichtengesetz, um eben alle technischen Unternehmen mit abzudecken von einer gewissen Größe. Es gibt positive Beispiele, die tatsächlich auch zeigen, wie Unternehmen Menschenrechte schützen können. Das wäre was, was Sie vielleicht auch im Bereich von solchen Sorgfaltspflichtenmaßnahmen dann umsetzen würden. Viel gescholten sind ja Google und Facebook, auch mit guten Gründen, aber da gibt es trotzdem auch positive Beispiele. Zum Beispiel haben uns ägyptische Menschenrechtsverteidiger Screenshots gezeigt von der Warnmeldung, die sie von ihrem Anbieter Gmail bekommen hatten, der sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass Leute versucht haben, ihre Konten zu hacken, sogar mit der Vermutung, dass Gmail vermutet, dass dann ist es regierungsgesteuert, und die sich dann entsprechend anders verhalten konnten und auch das Angebot bekommen haben, in so ein Special Protection Programm aufgenommen zu werden. Oder Facebook, die kürzlich veröffentlicht haben, dass sie durch Metadatenanalysen vorgehen konnten gegen sogenanntes Cyber Grooming, also Menschen, die sich an Kinder heranmachen auf Facebook. Und viele von diesen Mechanismen, die sie da verwendet haben, nicht alle, aber viele davon, ließen sich tatsächlich auch prima auf MenschenrechtsverteidigerInnen oder JournalistInnen anwenden, wenn die Angriff von so Social Engineer, Opfer von Social Engineering auf Facebook werden. Also dass Leute auf Facebook vorgeben, Freundinnen und Freunde oder auch AktivistInnen zu sein, um sich dann ihr Vertrauen zu schleichen, ihnen eine E-Mail zu schicken mit einem Link, der dann bei der Installation auf eine Spionagesoftware führen würde. Ich glaube, da gibt es noch viel Gutes, was Unternehmen tun können. Ansonsten hatte Frau Rahman gerade schon vieles genannt, was man tun kann, um die Chancen besser zu unterstützen, wie zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder die Förderung von VPN und Tor- und Whistleblowing-Plattformen. Herzlichen Dank, Frau Rohrbach. Dann hat nun der Kollege Gehring das Wort für die Grünen. 2 Minuten. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Okay, Ihre Antwort baute prima eine Brücke zu der Frage, die ich an Constanze Kurz stellen würde, jetzt auch nochmal zusammenfassend. Mit welchen Instrumenten und Mitteln kann denn die BRD Ihrer Einschätzung nach am besten dazu beitragen, digitale Schutzräume für Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger zu erhalten? Oder gibt es da auch Ideen, neue zu schaffen? Wäre nochmal wichtig, auch die gesetzgeberischen Möglichkeiten von Ihnen da zusammengefasst zu bekommen. Zweite Frage richtet sich an Frau Rohrbach. Sie hatten ja schon einzelne Beispiele genannt zu zusätzlichen Diskriminierungsrisiken für Minderheiten und marginalisierte Gruppen durch staatliche, private, automatisierte, biometrische Erkennungstechnologien. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, und deshalb möchte ich Sie fragen, können Sie noch weitere Beispiele und Belege hierfür nennen, um einfach das Problembewusstsein hier beim Bundesgesetzgeber über die verschiedenen Dimensionen noch weiter zu schärfen. Denn das ist ja auch ein Problem, das es in liberalen Demokratien gibt. Und Ihre Regulierungsvorschläge teile ich da ausdrücklich. Und eine Frage an Sie beide, weil uns ist ja auch wichtig, dass wir hier interdisziplinär denken, und der Forschung kommt ja auch eine große Rolle zu. Inwieweit werden Sie als Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger von Forschungseinrichtungen und Forschungsförderorganisationen interdisziplinär und systematisch einbezogen, wenn es um Forschung zu digitalen Technologien geht? Da finde ich menschenrechtliche und ethische Perspektiven in der Technikfolgenabschätzung, in Begleitforschung oder auch schon im Forschungsdesign unheimlich wichtig. Können Sie hierzu noch Ausführungen machen? Danke. Herzlichen Dank, Frau Dr. Kurz. Sie haben das Wort. 4 Minuten.
Ja, ich bedanke mich für die Frage. Natürlich könnte man dazu jetzt wieder auch irgendwie stundenlang Vorschläge machen, aber ich will mich natürlich auf die wichtigsten beschränken. Ich glaube, für viele von diesen Fragen ist so ein bisschen die Basis die IT-Sicherheit. Und da ist, wo Deutschland und auch andere europäische Länder natürlich in Fokus hinlegen könnten. Also digitale Systeme zu schaffen, die anonymisierte Kommunikation ermöglichen, die aber auch sicher sind. Also Hintertüren frei und deren Verschlüsselungssoftware nicht absichtlich abgeschwächt wurde. Dazu haben wir ohnehin hier auch in Europa eine strukturelle IT-Sicherheitskrise. Da würde man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und gleichzeitig müsste man natürlich auch überlegen, wie kann man sinnvoll zur Verfügung stellen, dass Menschen in repressiven Regimen die auch sicher nutzen können. Das ist oft auch so, dass Verschlüsselung und Anonymisierungslösungen korrekt eingesetzt werden müssen. Das heißt, man muss die Nutzer auch schulen. Dafür haben wir ein paar Vorschläge gemacht. Generell gilt, wenn man sich Beispiele aus der Vergangenheit ansieht, wir haben eins genannt, das ist die Firma BlackBerry. Wenn man erstmal die Tür öffnet, egal für welche Regime, um an Inhalte zu kommen, dann ist man sehr schnell dabei, dass andere Staaten und vor allen Dingen nicht demokratische Staaten auch diese Zugänge wollen. Bei BlackBerry war das etwa mal der Fall. Die sind jetzt heute im Mobiltelefonmarkt nicht mehr so wichtig. Aber die Frage, also wem man unter welchen Bedingungen Zweitschlüssel oder Drittschlüssel für verschlüsselte Kommunikation überlässt, ist eine eminent politische, wenn es dann an andere Länder, wenn man an andere Länder denkt, die eben nicht demokratische Standards haben. Also alles, was man hier tun kann, um die IT-Sicherheit und die Hintertürenfreiheit zu unterstützen, hat natürlich auch wieder zu tun mit Transparenz. Also, dass man in Europa besonders solche Verschlüsselungs- und Anonymisierungslösungen fördert, die Open Source sind, also die man sich ansehen kann und deren Sicherheit man besser garantieren kann, ist auf jeden Fall zu befürworten, dass man aber auch hier in Europa die wissenschaftliche Forschung stärkt, aber auch die Möglichkeiten zu testen. Also wir haben ja schon gehört, die zentralste Software für solche Kommunikation und Anonymisierung ist, jetzt sind die Turonian Services, sind natürlich auch europäische und US-amerikanische Gelder, die da hineinfließen, um die Software zu erstellen, um sie zu maintainen, um Löcher darin zu finden und so weiter. Und auch Leute zu schulen, die zu benutzen. Da würden wir den Fokus auf jeden Fall darauf legen wollen. Vielleicht als Letztes noch, damit helfen wir nicht nur den von Repressionen bedrohten Benutzern irgendwo auf der Welt, sondern letztlich auch uns selbst. Denn wir sind genauso angreifbar und übrigens nicht nur privat, sondern natürlich auch die Wirtschaft und Behörden, die diese Software benutzen. Gerade wenn wir über Kommunikationswege, die verschlüsselt sind, nachdenken, da tun wir also nicht nur anderen Gefallen, sondern letztlich auch uns selbst. Und politisch hieße das natürlich auch, gesetzgeberische Hintertüren auf jeden Fall zu vermeiden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Rohrbach. Dann haben Sie jetzt 4 Minuten das Wort. Vielen Dank. Genau, also zwei Fragen waren es im Grunde. Die erste zu den höheren Fehlerraten und den diskriminierenden Effekten. Also die People of Color sind ja auch Frauen betroffen, auch nicht-binäre und genderfluide Menschen, bei denen es auch besonders hohe Fehlerraten gibt, die also entsprechend häufiger zum Beispiel von der Polizei angehalten würden oder in manchen Ländern könnte das ja auch zu Inhaftierung oder Folter führen, wenn eben eine Gesichtserkennung falsch gemeldet hat. Diese Person ist gesucht kriminell. Unzureichend untersucht ist das noch für Menschen mit Behinderung. Konkrete Beispiele, die American Civil Liberty Union zum Beispiel hat Fotos der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses mal verglichen mit einer Liste von Fotos von 25.000 StraftäterInnen mit der Amazon-Software Recognition, ich weiß gar nicht, wie sie es eigentlich aussprechen. Das kostet übrigens nur gut $12, also soweit zu dem Punkt, dass es immer günstiger wird, solche Technik anzuwenden. Und die Software hat dann tatsächlich 28 RepräsentantenhauspolitikerInnen als Kriminelle vorgeschlagen. Und davon waren 40% People of Color, obwohl die im Kongress aber nur 20% der Mitglieder stellen. Ein anderes Beispiel, vielleicht erinnern sich manche daran, dass sich zum Glück die Betroffenen über Social Media gewehrt haben und Google dann ganz schnell darauf aufmerksam geworden ist, als Google Images Bilder von schwarzen AfroamerikanerInnen fälschlicherweise als Gorillas identifiziert hat. Also wirklich eine grassierende Diskriminierung im Algorithmus. Auch bei Gesichtserkennung gibt es intersektionale Diskriminierung. Das heißt, wer gleich mehrere Merkmale aufweist, ist besonders betroffen, zum Beispiel schwarze Frauen. Und
Beispiel USA jetzt gerade, Black Lives Matter. Die beschriebene Diskriminierung wird noch zusätzlich dadurch verstärkt, dass zum Beispiel in den USA dann schwarze Menschen in polizeilichen Fotodatenbanken auch noch überrepräsentiert sind. Und es kommt für sie eher zu fehlerhaften Matches, weil sie häufiger auf der Straße angehalten werden und dann gegebenenfalls abgeglichen wird mit den polizeilichen Datenbanken. Und das führt zu sogenannten overpoliced communities. Das sind halt also insbesondere auch Menschen betroffen, die einer diskriminierten Gruppe angehören und sich für diese einsetzen. Zum Beispiel aktuell schwarze Menschen, die sich gegen Rassismus wehren. Generell sind natürlich Menschenrechtsverteidiger in vielen Ländern ganz besonders überhaupt auf den öffentlichen Raum angewiesen und darauf, sich daran zu treffen, weswegen besonders AktivistInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen betroffen sind. Zur Frage nach dem Forschungsdesign und ob wir da eingebunden werden. Nein, also Amnesty International in Deutschland wird nicht eingebunden. Ich kann nicht unbedingt für die internationale Ebene sprechen, da müsste ich tatsächlich nochmal nachfragen, aber in jedem Fall hat das ja keine Systematik, dass im Rahmen von Forschung und Entwicklung und im Rahmen von der Technikfolgenabschätzung zivilgesellschaftliche Akteure mit eingebunden würden, obwohl das sicherlich sehr wünschenswert wäre. Herzlichen Dank, Frau Rohrbach. Wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde bis zum Ende der Anhörung und würden jetzt in die dritte Runde starten. Und ich würde das so handhaben, dass ich einfach durch die Fraktion gehe und schaue, ob es noch weitere Fragen gibt und Sie dann alle gemeinsam auch an die Sachverständigen nochmal die Bitte, sich vielleicht etwas kürzer zu fassen, dass möglicherweise nochmal alle Fraktionen kurz Fragen an Sie alle richten können. Ich schaue Frank Heinrich an, die Union. 2 Minuten. Maximal. Ich werde sie nicht ausnutzen. In dem Fall würde ich gerne Sie vom Karl Computer Club, Frau Dr. Kurz, wie auch Lena Rohrbach fragen zu der Zusammenarbeit. Wir kamen gerade Technikfolgenabschätzung und inwiefern wird das schon eingebunden? Aber inwiefern sprechen sich die NGOs und die Beteiligten der Zivilgesellschaft zu dem Thema schon ab? Also wir binden Sie jetzt heute hier ein. Ich finde es toll, dass wir das auf dieser Ebene machen. Ich hatte mit Amnesty vor einem Jahr ein Gespräch und da war man selber noch nicht am Wissen, wie man die Definitionen, wo sind denn die menschenrechtlichen Stolpersteine? Da konnte man mir noch keine hundertprozentige Antwort geben. Also wo sind wir da in dem Prozess oder Sie in der Zusammenarbeit der Organisation? Frau Dr. Kurz und dann Frau Rohrbach. Also wenn ich Ihnen eine ehrliche Antwort geben soll, würde ich den Chaos Computer Club nicht mit Amnesty vergleichen. Wir sind eine vollständig ehrenamtlich arbeitende Organisation. Es gibt nicht so eine Form von strukturierter Arbeit. Bei uns gibt es eigentlich Arbeitsgruppen, die sich zusammenfinden, weil sie entweder ein Interesse daran haben oder vielleicht früher in dem Bereich gearbeitet haben oder noch. Bei der Biometrie ist es bei uns schon sehr lange. Da gibt es also eine Gruppe, die seit 15 Jahren dazu was macht, aber ist, glaube ich, nicht so strukturiert, wie man das bei Organisationen wie Amnesty oder anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen hat, die dazu regelmäßig arbeiten. Wir beraten im Land und im Bund ab und an in Ausschüssen Parlamentarier. Wir schreiben Stellungnahmen für solche Ausschüsse oder auch für Bundesverfassungsgericht, aber das ist nicht vergleichbar wie etwa eine konstante wissenschaftliche Arbeit. Wir arbeiten aber international mit anderen NGOs zusammen. Das ist aber eher punktuell und nicht auf eine Weise organisiert, die ich jetzt als permanent oder dauerhaft bezeichnen würde. Wir versuchen natürlich, wir sind eine technisch orientierte Organisation, wir versuchen oft ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu sehen, wo kommen dann da Probleme auf uns zu. Und dann machen wir die auch gerne öffentlich. Das schafft man manchmal schafft man es nicht. Ich würde das aber nicht als irgendwie eine Form von total strukturierte Zusammenarbeit bezeichnen wollen, wenn ich ehrlich bin. Frau Rohrbach, Sie haben das Wort. Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment oder dass wir offenbar den Eindruck der Strukturiertheit erweckt haben beim Chaos Computer Club. Das freut mich. Ich bin nicht ganz sicher, was Sie meinten, welche Stolpersteine wir vor einem Jahr noch nicht klar benennen konnten, aber unabhängig davon, um welche es genau geht, ist es natürlich auch bei uns so, dass sich die Policy-Bildung gerade zu aktuellen Fragen auch immer in Entwicklung befindet und wir tatsächlich manchmal ein Jahr später mehr zu einer Sache sagen können als vorher. Dazu arbeiten wir auch mit anderen NGOs zusammen und tauschen Argumente aus oder finden uns in Bündnissen zusammen. Also beim Thema Digitalisierung, das wir heute hier haben,
Da gibt es zum Beispiel NGO-Bündnisse, in denen auch Amnesty und andere Mitglied sind, wie die CORS Coalition, Coalition Against Unlawful Surveillance Experts, die vertritt im Wesentlichen ungefähr so ähnliche Exportregulierungsforderungen, wie ich heute auch schon skizziert habe, oder Stop Killer Robots, ein internationales und auch nationales Bündnis, das sich für eine Ächtung von autonomen Waffensystemen einsetzt. Generell gibt es natürlich auch bei NGOs und auch bei solchen, die auch hauptamtliche Mitarbeiter haben, dennoch sind wir völlig spendenfinanziert, auch Kapazitätsprobleme manchmal, wo man sich überall einbringen kann und wo nicht mehr. Vielen Dank, Frau Rohrbach. Danke. Dann hat der Kollege Braun das Wort. 2 Minuten. Ja, ich bleibe jetzt kürzer. Ich nehme ja Rücksicht auf alle, gar keine Frage. Ja, jetzt geht es um Aktuell ist mir besonders, wie sich die sogenannte Pandemie in Bezug auf Corona ausgewirkt hat auf die sozialen Medien, was aus Ihrer Sicht die Wahrnehmung im Hinblick auf Meinungsfreiheit verändert hat, was also auffällig ist im Bereich diverser Bereiche der sozialen Medien. Und dann die zweite Frage, was ist mit der Corona-Pandemie, Corona-Krise, alles, was folgt? Wie hat sich das mit auf Entscheidungen des Gesetzgebers ausgewirkt? Denn wir haben ja hier eine verfassungsrechtlich bedenkliche Situation, die in Teilen auch von vielen Staatsrechtlern kritisiert wird, dass die Grundrechte zu sehr eingeschränkt worden sind, ohne entsprechende Grundlage, letztlich somit die Handlungen verfassungswidrig sind, auch der Bundesregierung oder von Landesregierungen. Wie stehen Sie dazu? Herr Steinhöfel, 4 Minuten. Ja. Fangen wir mit den sozialen Medien an. Natürlich ist es eine enorme Sondersituation gewesen, mit der sich auch die sozialen Medien konfrontiert sahen, diese Pandemie. Ich hatte eingangs schon erwähnt, die Äußerung der YouTube-Chefin Susan Wojcicki bei CNN Ende April, die gesagt hat, ich zitiere das mal, alles, was sich gegen die Empfehlung und Verlautbarung der Weltgesundheitsorganisation richtet, werden wir entfernen. Wenn man sich kurz vor Augen führt, dass das keine demokratisch legitimierte Organisation ist, A, und B, dass der Chef, dessen Abberufung heute Morgen das Repräsentantenhaus verlangt hat, der USA, die ja unter demokratischer Majorität steht, dass der unter erheblichem chinesischen Einfluss steht und nur mit chinesischer Hilfe überhaupt in diese Position gekommen ist und 2 Wochen nach Ausbruch der Pandemie nach China gereist ist, um dort einen Anstandsbesuch zu machen und China zu loben für seine transparente Politik im Rahmen der Pandemie. Wenn diese Organisation dann diejenige ist, die das letzte Wort darüber hat, was bei YouTube noch wissenschaftlich, medizinisch veröffentlicht werden darf, dann haben wir über diese Kette einen unmittelbaren Eingriff chinesischer Vorstellung von Meinungsfreiheit über das, was wissenschaftlich-medizinisch auf YouTube auch in Deutschland und im Rest der Welt diskutiert werden kann, wenn dieser Eingriff weltweit geschieht. Das ist eine unglaubliche Situation, denn es gibt ja auch in Deutschland zu dieser Frage zwar jede Menge Verschwörungstheorien, und ich habe da auch Mandatsanfragen bekommen, das wollen Sie gar nicht wissen, was es da alles an Heilmitteln gibt, das ist ja sagenhaft. Also wirklich, da sind die Aluhutträger der Welt geschlossen aufgetreten, aber es gibt auch durchaus natürliche wissenschaftlichen Dissens zwischen Drosten und Streeck, das haben wir ja alle mitbekommen. Und in dem Kontext fällt mir auch ein, dass Streeck, ich glaube, bei Markus Lanz gesagt hat, er hätte schon Angst, seine wissenschaftliche Meinung zu sagen, weil sonst ein solcher Shitstorm folgt, worauf der ehrenwerte Wolfgang Kubicki gesagt hat, wenn das so ist, dann haben wir nicht nur ein Meinungsbildungsproblem, sondern dann haben wir ein Demokratieproblem. Und ich glaube, da hat er recht. Was die Eingriffe in die Grundrechte angeht, hat ja unser Rechtsstaat sehr gut funktioniert. Die Verfassungsgerichte haben im ersten Augenblick zugeschaut, weil das eine hochkomplizierte, schwierige Situation mit großen Herausforderungen auch für den Gesetz- und Verordnungsgeber war. Aber dann gab es Eingriffe des Verfassungsgerichts für das Demonstrationsverbot und verschiedener Landesverfassungsgerichte. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, aber man muss da dem Gesetzgeber auch etwas nachsichtig begegnen in einer solchen schwierigen Situation. Das gilt allerdings nicht für das, was Ende März im Bundestag verabschiedet wurde, nämlich § 5 des Infektionsschutzgesetzes, der eine Verletzung der Länderkompetenzen darstellt. Denn damit wird eine Verordnung, ein Verordnungsbefugnis auf das Gesundheitsministerium übertragen, der
ohne gesetzliche Kontrolle kann das, was praktisch eine Gutsherrenbefugnis an das Gesundheitsministerium, das ohne hinreichende Zustimmung der Länder entscheiden kann, inwieweit hier Ausnahmeregelungen vorgenommen werden können oder nicht. Und das verletzt meines Erachtens völlig eindeutig Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Danke. Herzlichen Dank. Dann schaue ich Richtung SPD. Keine weiteren Fragen. I hope, Nigat, you are still in the line, because I would have a last question to you, because I cannot see you at the moment. Let me see. Yeah, you're still in line. Yes, perfect. That sounds good. So we were talking earlier, we were talking about shrinking spaces for human rights defenders. And now that as you are the only expert not coming from Germany, but operating in an environment that is more shrinking space than here in Germany, I would like to ask you whether you can talk a little bit more about the prerequisites that we need to take into account for the creation of a more secure digital space, especially for civil society, human rights defenders in countries such as Pakistan, but also other countries that are compatible to Pakistan. Thank you. You would have 4 minutes for the answer. Thank you. I feel that legislators in Pakistan often look towards European countries as the gold standard and embodiment of best practices. Civil society groups also leverage human rights with international tools such as the GSP plus status. I think I'll go back to the same thing that I mentioned before, that the impact of regressive legislation in the global north can have a devastating effect on advocacy efforts here in my country. And in the past, we have seen legislation often being copy-pasted from other laws across the world. In the digital rights affair, the government has moved to pass such rules as citizens' protection against online harms rules that have been inspired in part of the rules proposed in the UK. And I see a very direct link between what happens in spaces such as this and digital rights all around the world. Whether we like it or not, the legacy of global hegemony and economic powers means that countries in the global north are in a position to lead the world and be the face of moral leadership. The way I see the impact of minorities, I think it's not just in the usual times that we see the increase of such legislations and policies to regulate internet, but I also feel that the kind of actions that the governments are taking, especially the ones that are developed, the progressive governments, democratic governments, during pandemic, whatever actions they are taking, increasing more surveillance powers, giving them more powers, and there is the non-check of power and balance between, in terms of initiating these efforts, I think these are setting very, very bad precedents for religious minorities in Pakistan, for sexual minorities in Pakistan, for activists, for journalists. And I'm not just talking about Pakistan, I'm talking about this part of the world where, you know, the rule of law is weak, the justice system is broken, we are still struggling in our democracies. But when these legislation came, I mean, I'm focusing on legislation because the legislations, I see a big problem, you know, in an effort to regulate internet. These laws, the governments have this, you know, habit of making new laws in terms of protecting citizens, in terms of national security, fight against terrorism, and now fight against pandemic. I see it a problem, and these are not protecting minorities here. I feel that they are self-censoring themselves. There is more fear of being surveilled in absence of protections. In Europe, you have GDPR. In Pakistan, we don't even have basic standard of data protection. So I feel that people sitting in the power positions in the European parliaments, in Germany, I mean, I'm speaking to the respected parliamentarians here. I feel it's very important the decision to take, even in the pandemic, you need to be very, very cautious. The
impact of those decisions in our countries. Minorities are facing terrible situation, especially in the digital era, where the digital literacy is also not there. People don't even know that the platforms that they are using, how they will secure themselves, the digital security part, the digital safety. I think it's very important that along with the, you know, while we are talking about accessibility to internet and all these fundamental rights in the online space, we need to see that the mass communities, the mass population, do not even know what digital rights mean. Thank you very much. I'll be switching to German again. Dann schaue ich zur Fraktion der Linken. Gibt es weitere Fragen? Frau Bause von Ihrer Seite. 2 Minuten. Wunderbar. Dann hätte ich eine Frage an Herrn Kettermann. Sie haben vorhin das Internet Governance Forum erwähnt, bei dem sich auch die Zivilgesellschaft einbringen kann. Wie schaffen wir es, dass sich die Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Akteure auch in anderen Formaten besser einbringen können, um digitale Technologien zum Schutz zivilgesellschaftlicher Teilhabe zu verankern? Herzlichen Dank, Herr Kettermann. Sie haben dann das Wort. Herr Kettermann, Entschuldigung. Alles gut, ich nehme alle Geschenke, auch ein paar zusätzliche Buchstaben gerne entgegen. Die Zivilgesellschaft kann nur dann entsprechend gefördert werden, wenn bei allen Akteuren überhaupt erst die Sensibilität dafür besteht, dass man sich hier involvieren kann. Wenn wir ehrlich sind, wie viele Menschen wissen, selbst nachdem im letzten Jahr mit viel Geld das Internet Governance Forum in Berlin unterstützt wurde, wie viele Leute wissen, dass es das gibt? Ne? Wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen waren dort, ne? Obwohl es nur ein paar Meter weiter die Spree runter stattgefunden hat? Und da geht es um wirkliche Grundfragen der Internetregulierung. Da geht es um die Grundfragen der Regulierung unserer Technologie, die unsere Kommunikation über lange Zeit noch beeinflussen wird. Das heißt, was können wir wirklich tun? Naja, schauen Sie sich an, wo hapert es jetzt gerade bei der Umsetzung der digitalen, des Umschwungs aufs digitale Leben, ne? Zum Beispiel in den Schulen. Es ist ein Problem, dass Digitalisierung nicht ein Querschnittsthema in allen Schulfächern ist. Es ist ein Problem, dass das noch nicht angekommen ist, auch bei der beruflichen Weiterbildung. Da gibt es einzelne Initiativen. Hamburg zum Beispiel hat jetzt vor Corona angefangen, berufsbildende Schulen stärker zu unterstützen. Wir gehen als Leibniz-Institut in Schulen hinein und machen Bewusstseinsbildung mit jungen Menschen. Das heißt, ganz viel Bewusstseinsbildung ist nötig. Eine Initiative, die hier super klappt zum Beispiel, ist das Youth-IGF, das Jugend-IGF, das die Gesellschaft für Informatik initiiert hat. Da werden junge Menschen herangeführt an das Internet-Governance-Forum. Es muss sich einfach, und das ist nicht nur für den Bereich Internet so, sondern es muss sich einfach in der Gesellschaft stärker das Bewusstsein bilden, dass man was gemeinsam erreichen kann, wenn man sich engagieren möchte. Wir haben jetzt hier die Chance, dadurch, dass man sich über das Internet so schnell in Entscheidungsprozesse einbinden kann, dass jeder sich einbinden könnte, wenn er die Unterstützung hat, wenn sie die Unterstützung haben, die sie benötigen. Da muss man natürlich dann auch etwas Geld in die Hand nehmen. Und wenn man das tut, dann kann man zu einer legitimeren Politikbildung in Zukunft kommen. Danke sehr. Herzlichen Dank. Wir haben Zeit für eine weitere Frage. Das Wort hat Herr Gehring. Das ging wahrscheinlich zu schnell jetzt. Herr Gehring, sind Sie noch dabei? Sie hätten jetzt direkt das Wort. Ich denke, besser als irgendwie die Anzahl der Stimmen oder so. Nein, aber das war irgendwie ganz nett. Wir verstehen Sie ganz schlecht, muss ich sagen. Nur zumindest hier im Ausschussraum, als hätten Sie was vor dem Mikrofon. Ja. Jetzt ist besser, glaube ich. Ja, Technik, die begeistert. Okay, vielen Dank. Ich hätte auch noch die Frage an Herrn Kettermann, weil Sie ja auch über den internationalen Vergleich
gut Bescheid wissen, welche Länder aus Ihrer Sicht einfach weltweit Spitze sind beim Schutz von digitalen Bürgerrechten. Also wir haben ja viel jetzt über die Regulierungsmechanismen gesprochen, die wir anwenden sollten und auch auf europäischer und internationaler Ebene. Aber wir fragen natürlich auch immer uns immer wieder, die Länder können wir jetzt ein Stück weit als Referenzrahmen nehmen für eine Regulierung hierzulande. Herr Dr. Kettemann, Sie haben das Wort. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Bewertungen von internationalen NGOs wie Internet Freedom Watch, dann schneiden im Bereich der digitalen Grundrechte die üblichen Verdächtigen sehr gut ab. Die nordischen Staaten werden da immer recht hoch oben angesetzt, auch Staaten wie Kanada. Aber ich denke, dass wir hier konkreter werden müssen. Deutschland und Frankreich zum Beispiel sind zwei Staaten mit einem guten Track Record im Bereich der Bürgerrechte. Und dennoch wurden in der Vergangenheit sowohl Frankreich als auch Deutschland durchaus dafür kritisiert, dass sie mit dem NetzDG bzw. mit dem jetzt aktuellen AVIA-Gesetz in Frankreich Wege eingeschritten sind, die global durchaus missinterpretiert werden können. Das heißt, was wir machen müssen, ist auf einzelne Initiativen schauen und überprüfen, ob die gut sind. Und ich denke, das können wir, indem wir zum Beispiel schauen, was klappt. In der Schweiz etwa klappt die Integration der Zivilgesellschaft in die Internetregulierung fantastisch. Da ist die Zusammenarbeit von Behörden mit der Zivilgesellschaft sehr, sehr gut. Die Integration der Wissenschaft in die Politikentwicklung im Bereich Internet und Internetrechte klappt in Schweden sehr gut. In Finnland, finde ich, ist es sehr gut, wie die Internet und die Digitalität schon in der schulischen Ausbildung einen Raum bekommt. Aber auch in Deutschland gibt es tolle Initiativen, die unterstützenswert sind. Jetzt zum Beispiel beginnt in ein paar Tagen eine Initiative der Bundesbeauftragten für Medien, die im Rahmen der Europäischen Ratspräsidentschaft Deutschlands gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sich Gedanken macht über welche neue Wege in der Medienordnung wir beschreiten müssen, was auch ganz konkrete Einwirkungen hat auf das Internet. Das heißt, kein einzelner Staat macht alles gut, aber viele Staaten haben gute Ideen. Auch aus Deutschland kommen gute Ideen. Schauen wir uns an, welche klappen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kettemann. Das war ein schöner Schlusssatz. Ich würde das vielleicht aufgreifen, mich erstmal bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken für die Statements, auch für die Arbeit, die Sie in Ihre Vorbereitung dafür gesteckt haben. Und ich würde so ein bisschen zusammenfassend sagen wollen, am Ende, und das ist bei unseren Anhörungen sehr häufig der Fall, ganz zum Ende hin wird es dann noch mal spannend. Also zu Beginn stellt jeder die Fragen, die vorbereitet sind, und zum Ende hört man, wo tatsächlich der Hase im Pfeffer sitzt. Und das, was ich für mich mitnehme, ich hoffe auch Sie für sich, ist ein Stück weit, wie wichtig Bildung ist und in welche Bereiche das auch im Schutz von Menschenrechten, vor allen Dingen digitale Bildung, hineinwirkt. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, auch im Ausland. Und da merkt man eben, wie auch Staaten, repressive Regime, diese Nichtbildung und auch Nigar Dutt hat das ja aus Pakistan angesprochen zum Beispiel, wie diese Nichtbildung dafür sorgt, dass manipuliert wird. Und ich glaube, das können wir uns vielleicht auch alle mitnehmen für die weiteren programmatischen Arbeiten und Anträge auch hier in diesem Ausschuss und Verlautbarungen, dass Bildung am Ende des Tages auch für die Botschaften, was Menschenrechtsbildung vor Ort angeht, ein sehr, sehr wichtiger Punkt sind und einen hohen Stellenwert haben müssen, wenn wir dafür werben wollen, dass Menschenrechte eben universell gelten. Ich würde es vielleicht dabei bewenden lassen, mich ganz herzlich bei Ihnen hier aus dem im Saal bedanken, aber auch für alle, die die Möglichkeit dann doch genutzt haben, sich über WebEx zuzuschalten. Vielen Dank an das Ausschusssekretariat, für die immer sehr reibungslose und sorgfältig durchgeplante, doch etwas andere Ausschussanhörung. Das hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank. And a very special thank you to Pakistan. Nigar, thank you for sticking with us. I hope that you maybe learned a few words of German and we'll meet again soon, maybe in person. Vielen Dank an alle, einen schönen Abend noch und ich schließe die Sitzung.